hier bei uns im Steirischen Presseclub. Es ist wieder mal so weit, wir müssen einen Themenabend, einen Hintergrundabend anbieten. Zu einem, wie wir meinen, sehr brisanten Thema. Das Stichwort lautet Korruption und möglicherweise bringt man ein Land, eine Republik wie Österreich, nicht unmittelbar mit dem strengeren Begriff von Korruption unmittelbar in Zusammenhang. Es gibt aber viele feine, sehr differenzierte Abstufungen von Korruption und da sieht es tatsächlich für Österreich nicht immer besonders erfreulich und besonders schön aus. Wir haben vor einiger Zeit schon gesagt, es wäre sehr interessant, sehr aufschlussreich, würden wir eine Organisation, die sich seit Jahren der Kritik, dem durchaus auch Aufdecken und vor allem dem konstruktiven Gegenagieren zu allen Formen von Korruption, die es gibt, sich auf die Fahnen geschrieben hat, nämlich Transparency International. Und von Transparency International, TI, die Abkürzung, gibt es, wenn ich das so eindeutschen darf, eine sehr rege, eine sehr engagierte Österreich-Sektion, Austrian Chapter, mit der wir hier im Presseclub schon seit längerem in Kontakt stehen und für die Fachhochschule Überleum vor einiger Zeit eine Studie gemacht hat, die wir erlaubt haben, uns aus diesem Anlass, dass wir einander heute hier sehen und dieses Thema diskutieren und debattieren, noch einmal einem Update unterzogen haben. Dazu aber etwas später. Sehr herzlich begrüße ich aus Wien Herrn Magister Thomas Gradl. Er ist der Geschäftsstellenleiter von Transparency International Österreich. Er vertritt heute auch die Vorstandsvorsitzende Frau Professor Geiminger, die leider bedingt durch einen schweren Krankheitsfall in ihrer Familie kurzfristig absagen musste. Aber wie gesagt, Herr Magister Gradl ist bestens geprüft, kennt sich auch seit vielen Jahren bestens aus und wird diese Inhalte heute wunderbar repräsentieren. Mindestens ebenso wichtig ist, dass wir heute auch Medien und Kommunikation im Kontext zu unterschiedlichen Formen, ich sage es jetzt einmal, der Nicht-Transparenz uns vielleicht ein bisschen näher ansehen, so nach dem Motto, vielleicht ist Korruption auch so etwas wie Gefallen an Gefälligkeiten, ist es nämlich tatsächlich. Und da gibt es die wirklich seit vielen Jahren vorbildlich agierende unter Leitung von Robert Zettler, den Sie alle kennen, als hochgeschätzten Kommunikationsfachmann hier in Graz im Steiermark und darüber hinaus. Eine Gruppe, die sich immer wieder anschaut, wie schaut es denn tatsächlich in Redaktionen, in Agenturen etc. etc. Wie ernst wird denn dieses Thema genommen? Bleibt es bei unverbindlichen Absichtserklärungen oder steckt mehr dahinter? Und Robert Zettler wird ein wenig darüber auch referieren, wie er es mit einem unbedingten Forderungspapier in diese Richtung aussieht, wie der Status quo ist. Und schlussendlich, die FH Überleum wird repräsentiert, was diese Untersuchung anlangt, die ich Ihnen kurz zuvor angedeutet habe, durch Magister Thomas Wolkinger. Er ist Lehrender für Journalismus am gleichnamigen Institut, nämlich Journalismus und PR an der FH Überleum seit etlichen Jahren, und Clemens Wolf, der zusammen mit Thomas Wolkinger sich das näher angesehen hat, mittlerweile Absolvent des Studiengangs ist Journalismus und PR und sich sehr in diese Materie hineingearbeitet hat und Ihnen heute einige interne präsentieren wird. Soweit schaut das aus, was wir in den kommenden, also circa 50 bis 60 Minuten vorhaben. Und natürlich bitte, wir wollen nicht nur präsentieren, wir wollen nicht nur monologisieren, selbstverständlich bitte das Gespräch mit Ihnen ist uns, wie Sie ja den Steirischen Presseclub und diese Formate kennen, ein großes Anliegen. Herr Magister, ich darf zuerst Sie bitten, so eine kleine generelle Einleitung. Wie sieht es momentan aus mit den Tätigkeiten, mit den Aktivitäten von Transparency International, vor allem was Österreich anlangt? Vielleicht gibt es so ein kurzer Abriss, wie schaut es aus, gibt es was Neues? Wie haben sich diverse Rankings in den vergangenen Jahren verschoben? Wie stehen wir mit der Diskussion, und das, ich sage es jetzt bewusst zugespitzt bitte, und das in Anführungszeichen korrupte Österreich, wie sieht es denn derzeit bitte aus? Ja, vielen Dank, danke für die Einladung, ich freue mich, hier sein zu dürfen. Ich freue mich auch, dass einige unserer Grazer Mitglieder den Weg hierher gefunden haben. An der Stelle dann, ich hoffe, Sie langweilen sich nicht in den ersten 10 Minuten, weil den Teil zu Korruption und TI kennen Sie ja größtenteils schon, auch von unserer Mitgliederversammlung.
Ansonsten, wenn wir jetzt über Korruption sprechen, würde ich das gerne von Anfang an ein bisschen interaktiv gestalten, weil, wie der Herr Fischer schon gesagt hat, so halbstündige Monologe ja selten besonders interessant sind. Das heißt, wenn wir heute über Korruption sprechen, Gefallen an Gefälligkeiten, müssen wir uns ja zunächst mal klar werden, was heißt es denn eigentlich? Was ist denn eigentlich Korruption? Worum geht es da? Deswegen zum Einstieg gleich mal ganz direkt die Frage an Sie. Was heißt denn für Sie Korruption? Was verstehen Sie darunter? Bestechung. Wenn man es jetzt sehr böse formuliert, die österreichische Lebensart. Das ist gut. Was sagt der Deutsche dazu? Ob die deutsche Lebensart da auch drunter fällt, meinst du? Bestechung, österreichische Lebensart. Freundschaftswirtschaft. Aha. Beziehungen über Familienclans etc. Sehr gut, ja. Das ist ja Österreich nicht weit von Italien. Ja, Sie sehen, wenn wir jetzt so Ideen sammeln, was Korruption heißt, dann kommt man da sehr schwer mit irgendwie einer einheitlichen Definition aus, sondern dann macht man so eine Auflistung an Sachen, die darunter fallen, wie Freundschaftswirtschaft, wie Bestechung, solche Geschichten. Sehr schön, so kann nur ein wahres TI-Mitglied sprechen. Es gibt eine Korruptionsdefinition von Transparency International, die meist zitierte Korruptionsdefinition weltweit ist, und das heißt, es ist genau die eben genannte Korruption, ist der Missbrauch anvertrauter Macht zum persönlichen Vorteil. Jetzt frage ich Sie aber, ist das denn klar? Wissen Sie, was das bedeuten soll, der Missbrauch anvertrauter Macht zum privaten Vorteil? Ja und nein, wenn Sie mich fragen, nein. So kritisch müssen wir dann auch sein mit unserer eigenen Definition. Für mich persönlich ist es nicht klar, was heißt denn anvertraute Macht? Was heißt denn Missbrauch? Was ist denn ein persönlicher Vorteil? Das alles ist nicht unbedingt klar definiert durch diese Definition. Und sowas spiegelt sich dann wirklich auch bis hin zum Strafrecht wieder. Sie können in Österreich nicht und in vielen anderen Staaten nicht wegen Korruption verhaftet werden oder wegen Korruption verurteilt werden. Es gibt keinen einzelnen Straftatbestand Korruption, sondern es gibt genau diese Auflistungen, die wir gerade hatten, von einzelnen Delikten, die unter dem Oberbegriff Korruption zusammengefasst werden. Also sowas wie Bestechung, Veruntreuung, Vorteilsannahme, Amtsmissbrauch, solche Geschichten. Und erschwerend hinzu kommt jetzt noch, dass genau diese Listen nicht abschließend sind und sich auch von Land zu Land wieder stark unterscheiden. Das heißt, es war ein ganz guter Einstieg, den Sie eingangs erwähnt haben, die österreichische Lebensweise. Nicht unbedingt die österreichische Lebensweise oder die deutsche oder die italienische, aber das, was Österreich unter Korruption versteht oder das, was wir in Österreich als Korruptionsdelikt definieren, muss nicht unbedingt mit dem übereinstimmen, was man in Deutschland, in Italien, in China, in Südafrika oder sonst irgendwo auf der Welt darunter versteht. Das heißt, das, was in Österreich vielleicht ganz klar als korruptes Verhalten wahrgenommen wird, ist woanders eventuell ganz normal, Teil des Alltagslebens, Teil der Kultur, und es wird überhaupt nicht wahrgenommen, dass das ein Problem ist oder dass das korrupt ist. Umgekehrt gibt es sicher auch, Entschuldigung? Speziell in Asien, das sind Besteckungsgelder, gehören zum guten Ton. Das wird niemand irgendwie verurteilen. Genau, richtig. Umgekehrt gibt es sicher auch Praktiken in Österreich, die für uns ganz normal sind und die woanders aber schon unter das Korruptionsstrafrecht fallen. Und wenn wir jetzt darüber diskutieren wollen, was ist denn Korruption und wie kann man das bekämpfen, wie kann man das vermeiden, dann bitte ich Sie auch, das wirklich im Hinterkopf zu behalten, dass man für die Bekämpfung von einem Phänomen eigentlich eine klare Definition von diesem Phänomen braucht. Und für Korruption gibt es das einfach noch nicht. So wenig wir also darüber wissen eigentlich, was konkret Korruption ist, so relativ genau zumindest kann man sagen, warum es Korruption gibt, wozu Korruption führt und vor allem auch, wie lange es Korruption schon gibt, wie lange wir uns damit schon rumschlagen müssen. Was würden Sie denn schätzen? Was sind so die ersten Aufzeichnungen,
die es gibt zum Thema Korruption oder das erste Gesetz, was man als Antikorruptionsgesetz definieren könnte. Wie weit geht das zurück? Man kann sich vorstellen, dass es schon im Altertum irgendwelche Regulative gegeben hat, weil es Korruption sicher damals auch schon gegeben hat. Absolut, ja. Sie hatten auch eine Idee? Ja, Römisches Reich. Römisches Reich, es geht sogar noch viel weiter. Der erste, das erste Antikorruptionsgesetz, was weithin so definiert wird, ist der sogenannte Codex Hammurabi. Aus dem Jahr, wissen Sie es genau, aus welchem Jahr das stammt? 1754 vor Christus. Das heißt, vor fast 3800 Jahren hat man sich schon mit Korruption und derartigen Phänomenen plagen müssen. Wenn es jetzt, wenn wir uns dessen bewusst sind, dass es Korruption praktisch seit Menschheitsgedenken gibt, dann gibt es eigentlich auch nur einen wahren Grund oder einen wahren Ort, wo man die Ursache für Korruption suchen kann. Und es ist der Mensch selbst. Es gibt eine Reihe von ganz interessanten Studien, die als Korruptionsursachen solche sinnvollen bis abenteuerlustigen Dinge herausgefunden haben, wie Protektionismus, staatliche Eingriffe in die Wirtschaft, Reichtum an natürlichen Ressourcen bis hin zum Vorherrschen von hierarchischen Religionsformen. Aber das alles lässt sich immer auf menschliche Gier oder die menschliche Natur zurückführen. In dem Moment, wo ein Mensch die Chance hat, irgendwo für sich einen persönlichen Vorteil rauszuschlagen, dann wird er die Chance nutzen. Zumindest unter der Bedingung, dass er entweder damit nichts Illegales vornimmt, keine illegale Handlung begeht, oder diese illegale Handlung aller Voraussicht nach nicht aufgedeckt wird. Wenn ich davon ausgehen kann, dass ich für mich selber einen Vorteil mir erwirtschaften kann, ohne dass ich irgendwelche negativen Konsequenzen zu befürchten habe, dann werden 95 von 100 Menschen das auch tun. Das ist einer der Gründe, warum wir uns so lange mit Korruption, oder der Hauptgrund, warum wir uns so lange mit Korruption schon herumplagen müssen. Wenn jetzt wir davon ausgehen, dass jeder Mensch, wenn er die Chance hat, einen Vorteil für sich zu erwirtschaften, den auch nutzen wird, dann können Sie sich vorstellen, ist das auch einer der Gründe, warum wir bis heute so wenig eigentlich Konkretes wissen, was Korruption ist und Korruption auch definieren können. Was unterscheidet denn so ein Korruptionsdelikt, wenn ich jetzt irgendwie einen persönlichen Vorteil mir arbeite durch Bestechung, durch Freundelwirtschaft, durch die Dinge, die Sie genannt haben, was unterscheidet das denn von solchen Delikten wie Diebstahl, Körperverletzung oder anderen Geschichten? Dass es dafür vielleicht kein Unrechtsbewusstsein gibt, in dem Bewusstsein, dass ich sage, okay, ich mache das, aber es hat eigentlich kein anderer aus meinem Wissen heraus irgendeinen Nachteil. Großartig, super. Warum? Warum genau das? Warum hat keiner einen Nachteil daraus? Oder sagen wir es anders, wer hat denn den Vorteil? Bei der Korruption ist der üblicherweise der Dritte immer der Geschädigte. Der Dritte ist der Geschädigte, das heißt, wer sind die ersten zwei? Die handelnden Personen. Die handelnden Personen. Korruption hat anders als zum Beispiel in Diebstahl, wo ich eigentlich einen Täter brauche und dann brauche ich ein Opfer. Ich klaue Ihnen nachher die Kamera. Ich habe einen Vorteil, weil ich die Kamera habe, Sie haben den Nachteil, weil Sie keine Kamera mehr haben. Aber Sie werden es merken, dass Sie keine Kamera mehr haben. Und Sie haben die Chance, das anzuzeigen bei der Polizei, bei den zuständigen Behörden. Also aus der Sicht der Personen haben die jetzt de facto eine Win-Win-Situation. Oder? Ganz genau. Ist der andere Dritte, der aber irgendwie. Der Steuerzahler zum Beispiel. Oder Steuersachen. Ganz genau. Das ist. Sind wir eingangs einen anderen Zugang gewählt, ja? Und dann haben Sie die Definition genannt. Ja. Die Missbrauch einfach ja. Ja. Persönlichen Vorteil hat sie noch ganz am Anfang auch von Graubereichen gesprochen, sondern Vorteilsannahmen, wie er gesprochen hat, österreichischen Lebensarzt. Ja. Ja. Also, ich glaube, dass viele, oder vielleicht auch gerade im Presse, Graubereiche jetzt nicht damit konfrontiert sind, wie das Sprichwort
das ist es wahrscheinlich ja dann auch eher die Ausnahme, nee, sondern das, was es oft so schwierig macht, ist einfach das Gefühl, ich komme dort nicht hin, weil ich nicht zu dem Bürger dazu gehöre. Ich bin nicht Teil des Vereins ABC. Mhm. Ich gehöre nicht zu dieser Interessensgruppe dazu. Und ich habe gar nicht die Chance, Angebote zu legen, zu Informationen zu kommen. Mhm. Also das fällt sicherlich nicht unter Korruption, aber letztendlich ist das ja auch ein ziemlich unlauterer Zugang. Ja, wie Sie sagen, es fällt nicht unter Korruption im strafrechtlichen Sinne. Das oder bedeutet noch nicht, dass es... Niemand würde jemals auf die Idee kommen, das als, sich als korrupt bezeichnen zu lassen, nur wenn man den gut kennt und deshalb so zum Auftrag kommt. Und der den halt leider nicht kennt, der... Aber jetzt gibt es doch seit langem eine Korruptionsstaatsanwaltschaft. Ja. Das heißt, die muss ja eigentlich nach sehr genau definierten Regeln agieren. Ja. Sonst könnte sie keine Staatsanwaltschaft sein. Wie hat sich denn das eigentlich konkretisiert in den vergangenen Jahren? Oder was hat man denn da in diesem Zusammenhang vor, in diesem Kontext vor? Also es gibt, die Frage gebe ich gleich mal an Sie weiter, seit wann glauben Sie denn, ist der Begriff Korruption im österreichischen Strafgesetzbuch vorhanden? Nur der Begriff, wir haben ja gesagt, das ist kein eigenes Delikt, sondern es gibt dann einzelne Delikte wie Bestechung, Vorteilsannahme. Aber der Begriff, nur das Wort Korruption, seit wann kommt das vor, was glauben Sie? Schätzen Sie? Ja, Strafgesetzgebung, denke ich, zuerst Läufer an. Das heißt, zur Größenordnung? Circa 100 Jahre. 2012. Sie hätte 2008 getippt, mit der Änderung der Strafrechtsreform. 2012. Und das ist genau, ich komme sofort auf die Frage zurück, nur um den Bogen zu schließen. Das ist genau das Problem, was wir gerade angesprochen haben. Dadurch, dass ich zwei Täter habe, mindestens typischerweise, die beide einen Vorteil davon haben und die beide logischerweise kein Interesse haben, dass das ans Tageslicht kommt, was sie da korrupt gemauschelt haben. Sei es mit Geld als Gegenbetrag oder über Beziehungen oder sonst irgendwas. Und es erstmal kein direktes, sichtbares Opfer gibt, keinen direkt unmittelbar Geschädigten in der Situation. Es ist wahnsinnig schwer, Korruption erstens zu beobachten und zweitens dann auch ein Bewusstsein zu schaffen in der Bevölkerung. Und das ist genau der Grund, warum das Thema Korruption bis heute so vage, so abstrakt geblieben ist, nicht konkret definiert wurde und warum es auch so spät Eingang in die Gesetzgebung gefunden hat. Wenn Sie die Leute fragen, was sind denn so die dringendsten Probleme, die die Welt heutzutage hat, dann kriegen Sie wahrscheinlich Antworten wie Klimaschutz, Menschenrechte, Entwicklung, Terrorismus vielleicht. Und all diese Sachen sind seit 50, 60 Jahren auf der internationalen Agenda. Die universelle Erklärung der Menschenrechte 1948, die erste internationale Konvention gegen Terrorismus, nicht erst seit den Anschlägen vom 9. September, sondern seit 1963, das erste Umweltgesetz, die Ozonkonvention von Wien 1985 oder Entwicklung, die Agenda 21 von 1992, die erste internationale und die einzige bis heute wirklich internationale Antikorruptionskonvention der Vereinten Nationen, ist erst 2005 in Kraft getreten. Und erst danach in den einzelnen Mitgliedstaaten wurden die einzelnen Gesetze umgesetzt. Das heißt, 2012 hat es dann eingangs ins österreichische Strafgesetz gefunden. Das heißt, dort ist es jetzt als Überschrift für den sogenannten 22. Abschnitt des besonderen Teils des Strafgesetzbuchs, definiert Korruptionsdelikte, darunter finden sich dann die Delikte, die wir angesprochen haben, und für genau diese Delikte ist eben die Korruptionsstaatsanwaltschaft zuständig. Das heißt, Delikte, die Paragraphen in diesem 22. Abschnitt betreffen. Aber wie definiert sich denn das im internationalen Kontext, wenn man sagt, Österreich ist weniger korrupt als Italien, da braucht es ja Maßstäbe. Ja, das ist ein ganz großes Problem. Wie messen Sie etwas, das Sie nicht beobachten können? Was würden Sie sagen, wie würden Sie Korruption messen? Woran würden Sie festmachen, ein Staat oder meinetwegen auch eine Stadt, aber bleiben wir bei den Nationen, ist korrupter oder weniger korrupt als eine andere? Das ist ein reines Subjektiv.
Richtig, ganz genau. Es ist nur eine subjektive Wahrnehmung. Sie könnten jetzt hergehen und sagen, naja, wir gucken uns an, wie viele Leute verurteilt wurden zu Korruptionsdelikten. Aber dann haben Sie erstens das Problem, ja, was sind denn jetzt Korruptionsdelikte? Wie wir gesagt haben, sind in Österreich andere als in Italien und als in China und als in Südafrika. Und zweitens würden Sie dadurch vor allem messen, wie effektiv die Staatsanwaltschaft, die Justiz arbeitet. Und ich würde mich trauen, Wetten abzuschließen, dass die Länder, in denen am wenigsten Politiker oder Führungskräfte wegen Korruptionsdelikten verurteilt werden, diejenigen sind, die am meisten korrupt sind. Einfach, weil es überhaupt nicht vor Gericht kommt, weil es nicht aufgedeckt wird, weil es nicht die Präventionsmechanismen, nicht die Repressionsmechanismen gibt, sowas aufzudecken. Das heißt, wie richtig gesagt wurde, die einzige Möglichkeit, Korruption zu messen und messen mit den Anführungszeichen, ist, die Leute zu fragen, für wie korrupt haltet ihr Land X, Person Y, Stadt Z. Und genau das macht Transparency International bei diesem Corruption Perceptions Index oder zu Deutsch Korruptionswahrnehmungsindex, bitte. Man kann sehen, das ist nicht so, muss ja nicht immer gleicher Meinung sein, sondern gibt es auch die Modellrechnung, dass man grundsätzlich davon ausgeht, welche Wirtschaftsleistung, welches Wirtschaftswachstum da sein müsste. Und dann rechnet man das zurück auf erklärte Anteile. Und der nicht erklärte Anteil ist üblicherweise das Versagen aus verschiedenen Gründen von Politik und Verwaltung. Und daraus gibt es dann wiederum die Erfahrungswerte. Man weiß es zum Beispiel, in Österreich geht man davon aus, dass etwa 0,7 bis 0,8% des BIP gehoben werden könnten, wenn man hier eine, ich sag's mal so, mit mehr Treue oder weniger Untreue und mehr Professionalität ausgestattete Verwaltung hätte. Ne? Diese Mischform, also da gibt es mathematische Modelle. Das Problem bei der Korruption ist, dass sie ja nur zu einer gerissenen Schwächung der Volkswirtschaft führt. Aber das Geld ist ja nicht weg. Und das macht für die Modellrechnung das Problem immer aus. Es gibt natürlich, ich sage so, Ideologen, die glauben, wenn ich ein Geld glaube, ist es weg. Nicht? Aber in dem Fall ist es ja auch nicht weg. Es wird nur minder günstig verwendet. Ja. Also das möchte ich nur sagen, da gibt es auch andere zu gehen. Ja, wobei beide nicht ganz genau sind. Also wie Sie richtig sagen, Schätzungen. Woran machen Sie fest, wie groß könnte das BIP sein? Das sind auch nur, man kann es mathematischer berechnen als Wahrnehmungen, das ist richtig, aber es beruht letzten Endes auch nur auf Schätzungen. Und daran wieder den Anteil festzumachen von dem Soll-Ist-Vergleich, was ist jetzt tatsächlich auf Korruption zurückzuführen und was auf Unfähigkeit und was auf sonstige Probleme, die dann vielleicht einfach im Prozess auftreten können, weil das Geschäft nicht so lief, wie es hätte laufen können. Ist auch wahnsinnig schwierig. Das heißt, erfahrungsgemäß hat es sich als bester Proxy erwiesen, nicht die einfache Bevölkerung, böse ausgedrückt, sondern wirklich dann Experten zu befragen nach Erfahrungen und nach Wahrnehmungen. Und dann gibt es noch einen zweiten Indikator. Gucken Sie, wie affin die Verwaltung und die Politik hinsichtlich Transparenz ist. Das Wenn Sie das mit dem anderen Modell in Verbindung bringen, dann können Sie ungefähr abschätzen, wie viel vermutlich der deliktische Anteil ist. Aber auch da wieder, was heißt affin? Woran machen Sie fest, wie affin jemand ist? Das sind Wahrnehmungen. Nein, da gibt es die europäischen BSI-Richtlinien, ob man religiös, für die Transparenz der österreichischen Verwaltung massiv gehen würde, den Rechtsanspruch. Und von Österreich ist, glaube ich, einer von drei Staaten, die von uns. Also was so gerade Transparenz im öffentlichen Sektor angeht, da haben Sie absolut recht, da ist Österreich ganz, ganz weit hinten. Wir müssen straffen, alles klar. Danke. Um den Gedanken zu Ende zu führen, der Korruptionswahrnehmungsindex misst also, wie korrupt Experten, Länderanalysten, Führungskräfte, die mit in der öffentlichen Verwaltung und im Privatsektor Geschäfte abschließen, für wie korrupt diese verschiedenen Länder halten. Und da ist Österreich im letzten Jahr erstmals seit 3 Jahren wieder um einen Platz abgerutscht, von 16 auf 17 nämlich. Wie gesagt, das ist nur ein Proxy, das spiegelt nicht 1:1 wahrscheinlich die Realität wider, aber es ist der beste Proxy, den wir haben. Ich von Ihnen gesagt, noch hinzufügen, weil Sie gesagt haben, die Korruption, das spielt auch eine Rolle, wie oft angezeigt wird, ja, wie das weiter transportiert wird. Da möchte ich doch auch daran erinnern,
dass die Justiz selber oft sehr korrupt ist und ihre Vertreter oft korrupt sind und dass auch korrupte Mitarbeiter in den Medien, Mitarbeiterinnen auch oft sehr viel an Korruption mittransportieren oder mittragen oder mit erzeugen. Ganz genau, das ist genau das Argument, warum man eben nicht die Anzahl an Verurteilungen oder an Straffällen herzieht, um Korruption zu messen, weil dann sowas das Ganze verzerrt. Und dann für wesentlich halte ich auch noch, korrupte Handlungen zu definieren, auch über die Zeit, wann sie passiert sind. Denn es ist eine Sache, wenn einen Chefarzt oder ein Primarius in die gebratene Gans bringt, um möglichst bald eine Operation zu bekommen. Und eine andere Sache, wenn man die gebratene Gans bringt, nachdem die Operation gut verlaufen ist, sozusagen als Belohnung, sind zwei völlig verschiedene Dinge. Ganz genau. Das eine würde unter Korruption fallen, das andere nicht, weil sie keinen persönlichen Vorteil mehr haben, nachdem es... Ja, ganz genau. Aber was bedeutet denn dieser Platz 17, wenn Sie sagen, meinen Platz, glaube ich? Ja. Was bedeutet denn das jetzt konkret, dieser Platz 17? Also der Korruptionswahrnehmungsindex ist vor allem relativ zu sehen. Sie können jetzt da nicht sagen, Österreich ist jetzt das Land, was am 17. wenigsten korrupt weltweit ist, so funktioniert es nicht. Was Sie aber wohl daraus sehen können, ist, wie Österreich im Vergleich zu anderen Ländern wahrgenommen wird. Beispielsweise im Vergleich zu Nachbarländern wie Deutschland und der Schweiz als wesentlich korrupter. Die Schweiz ist 5., Deutschland ist 10. Und das wiederum hat ganz gravierende Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort. Weil einfach dadurch, dass es keine besseren Proxys gibt für die, ich sag mal, Standortqualität im Hinblick auf Transparenz und Antikorruption, ziehen Unternehmen diesen Index her, wenn sie die Standortqualität analysieren. Und wenn es darum geht, wo siedle ich mich an, wo lasse ich mich nieder, mit einer neuen Niederlassung, vielleicht mit einem Firmensitz. Und wenn Österreich abrutscht oder wenn Österreich hinter den Nachbarländern hinterherhinkt, dann kann das durchaus zur Folge haben, dass dadurch wiederum Geschäfte entgehen, dass sich Unternehmen nicht hier ansiedeln oder dass sie wegsiedeln und dass dann das BIP, wie Sie richtig angemerkt haben, auch wieder dadurch sinkt, allein weil Österreich als korrupt wahrgenommen wird. Das heißt, was kann man dagegen tun? Im Grunde genommen drei Sachen, drei sehr naheliegende Sachen. Das eine ist Prävention, das heißt, wir brauchen Transparenz. Wir heißen nicht umsonst Transparency International, sondern wir sind überzeugt, dass wenn alle Prozesse transparent werden, für jedermann einsehbar sind, dass dann einfach der Spielraum für solche korrupten Handlungen nicht mehr vorhanden ist. Wir haben eingangs gesagt, wenn ich die Chance dazu habe, einen Vorteil für mich rauszuschlagen, dann werde ich sie nutzen. Vorausgesetzt, ich muss keine Angst haben, erwischt zu werden. Wenn ich jetzt aber weiß, alles, was ich hier mache, was ich schreibe, was ich sage, was ich zu Protokoll gebe, steht für immer im Internet. Und wenn mir jetzt keiner zuhört, vielleicht guckt mal zufällig jemand rein und liest es und hört es. Und wenn es in 5 Jahren ist, dann werde ich es mir sehr genau überlegen, ob ich vielleicht jetzt das doch unterm Tisch hinter verschlossenen Türen mache oder ob ich dem legalen Pfad folge. Das andere, weil ich sage Stichwort legaler Pfad, ist natürlich, ich brauche auch die entsprechenden Gesetze und ich muss sie auch entsprechend einhalten. Das heißt, diese Liste an Korruptionsdelikten ist nicht abschließend. Es gibt sehr wohl diese Graubereiche, es gibt Delikte, die ganz klar unter diese Definition fallen, Missbrauch von Macht zum persönlichen Vorteil, die aber nicht illegal sind. Deswegen müssen wir die Gesetze auch entsprechend verbessern, dass alle Delikte, die unter Korruption fallen, auch illegal sind. Und ich muss diese Gesetze natürlich auch dementsprechend verfolgen und umsetzen, dass, wenn dagegen verstoßen wird, dass die Leute auch zur Rechenschaft gezogen werden. Dafür bitte. Ich habe ein paar Fragen, aber ich möchte nicht in die Regie oder die Folge gehen. Zur Transparency. Sie haben gerade gesagt, wir brauchen bessere Gesetze. Ich bin sehr für Korruptionsbekämpfung. Ganz schlimmes Übel gibt es gar nichts. Aber bringen mehr Gesetze immer gleich mehr Transparenz? Bin ich sehr skeptisch, und wenn ich hier in dem Vorlaufpapier lese, dass die privaten Finanzmittel der Hochschulen offengelegt gehören, aber offenbar nicht die öffentlichen, oder wenn Corporate Governance und Management-Systeme in allen Unternehmen der Privatwirtschaft verpflichtet einzuführen sind,
Sie nehmen da auf bei den Opfern, die öffentliche Hand, die sind alle so brav, die brauchen, die müssen das alle nicht machen. Das ist meine erste Frage. Also, darf ich darauf antworten? Ja, bitte, gerne. Ja. Zur ersten Frage, ob mehr Gesetze auch automatisch mehr Transparenz bedeuten, nein. Es sind zwei verschiedene Ansätze. Der eine ist präventiv, Transparenz herstellen, um Prozesse transparent zu machen, um sie nachvollziehbar zu machen, um potenziellen Tätern überhaupt nicht die Chance zu geben, korrupt zu handeln. Das andere ist, die Straftaten oder die Taten, die als korrupt anzusehen sind, auch zu kriminalisieren und unter Strafe zu stellen. Das erstmal als zwei verschiedene Ansätze. Natürlich kann ich Gesetze erlassen, um Transparenz zu erzwingen. Aber das eine ist die Kriminalisierung von korrupten Akten, das andere ist die Herstellung von Transparenz als Präventionsmechanismus. Den dritten Bereich, den man noch hinzufügen könnte, wäre einfach die Herstellung von Bewusstsein, die Sensibilisierung, der Aufbau von Integrität, Moralität. Dafür sind wir ja auch heute da, dass Leute informiert werden, dass Korruption ein Problem ist, was genau das Problem ist, dass sie, wenn sie in ihrem Berufsleben oder im Privatleben mit solchen Vorgängen konfrontiert werden, dass sie nicht sagen, wird ja alles schon so passen, sondern dass sie sich daran erinnern, da habe ich mal was dazu gehört. Das sollte nicht so laufen, das ist korrupt, da wird jemand geschädigt, auch wenn nicht unmittelbar, sondern hinterher der Steuerzahler, die ganze Gesellschaft. Weil Sie jetzt die öffentliche Hand ansprechen, das Beispiel mit den Hochschulen. Hochschulen sind ja größtenteils öffentlich finanziert. Das heißt, alle öffentlichen Mittel, die den Hochschulen, den Universitäten zur Verfügung stellen, werden offengelegt. Alle Drittmittel, die sie einwerben, müssen nicht offengelegt werden. Daher richtet sich die Forderung an die privaten Drittmittel, die Universitäten einwerben, weil die eben noch nicht offengelegt sind. In vielen anderen Bereichen gibt es strengere Vorschriften für den öffentlichen Sektor als für den Privatsektor, nicht in allen, und nicht in allen wird es auch tatsächlich eingehalten. Das heißt, das sehen Sie auch im Forderungspapier, da wo wir Verbesserungsbedarf auch im öffentlichen Sektor sehen, geben wir das auch ganz klar zu Protokoll. Gutes Stichwort ist, was vorhin angesprochen wurde, eben die Informationsfreiheit, die Transparenz. Österreich ist eines der letzten Länder auf der ganzen Welt, das letzte in der EU, das noch kein Informationsfreiheitsgesetz hat, sondern immer noch die Amtsverschwiegenheit im Verfassungsrang stehen hat. Das heißt, wenn Sie jetzt hergehen und von Ihren lokalen, regionalen oder auch nationalen Behörden bestimmte Informationen anfordern, weil Sie sagen, es interessiert mich hier, wie lief denn die Vergabe ab, dann wird man Ihnen höchstwahrscheinlich sagen, ja, sorry, Amtsverschwiegenheit dürfen wir nicht, Datenschutz und so. Während in anderen Ländern die Behörden dazu verpflichtet sind, Ihnen Auskunft zu erteilen. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Schritt in Richtung mehr Transparenz. Dazu in der Frage bei Inside Politics, also in der Redaktion hat ein eigenes Transparenzregulatorium und wir legen jetzt in den nächsten Monaten auch die Parteimitgliedschaft, die Vereinsmitgliedschaft und so weiter von den Redakteuren und Redakteurinnen offen. Meine sind schon seit über 2 Jahren oder 3 Jahren offengelegt. Zum Missfall aller Kollegen, aber das, wie sehen Sie das? Also sprich, sollten Journalisten offen damit umgehen? Ich habe vor 2 Monaten eine schriftliche Anfrage an den Herrn Medienminister Trotzke geschickt. Mal davon abgesehen, dass die Komausgrad derzeit andere Probleme mit der ganzen YouTube-Regulierung hat, aber die Schwierigkeit ist einfach die, welche Behörde soll die Kapazitäten aufbauen, um das zu kontrollieren. Kontrolle ist dann wieder eine andere Geschichte. Grundsätzlich Interessenskonflikte offenlegen, großartig. Würde ich sofort unterschreiben, in allen Bereichen. Es hat nur Gutes, es hat nur gute Folgen. Also, ich glaube, wir sind eine von 2 Redaktionen, die das machen, die andere sind fast ohne Grund, das sind unsere Partner. Ich kriege dann immer gesagt, warum soll ich das offenlegen, ist doch mein Privatleben und so weiter. Es ist eben dann nicht das Privatleben, wenn Sie bestimmte Sachen für Ihren Arbeitgeber entscheiden können, anvertraute Macht, und diese Beziehungen, diese Interessenskonflikte da eventuell eine Rolle spielen. Dann betrifft es nicht mehr nur Sie als Privatperson, sondern dann betrifft es eventuell alle anderen, die von so einem Deal betroffen sein können. Also Interessenskonflikte offenlegen, ja, großartig, absolut. Ein anderes Gegenargument, was wir natürlich immer hören, ja, es interessiert ja keinen, ja, es guckt sich doch eh keiner an. Vielleicht. Vielleicht guckt sich nie irgendjemand die Interessenskonflikte an. Aber wenn die Interessenskonflikte offengelegt sind, wenn sie auf der Homepage sind, wenn sie jedermann einsehen kann,
dann werden diejenigen, die durch diese Interessenskonflikte versuchen, irgendwie einen privaten Vorteil sich zu erwirtschaften, nochmal überlegen, ob sie das tatsächlich machen werden. Weil sie dann fürchten müssen, ja, das steht ja auf der Homepage, es muss ja nur zufällig mal jemand drauf gucken. Ah, guck, der hat einen Deal mit Firma XY abgeschlossen und ist zufällig Mitglied von dem Verein, wo der Schwager des Bürgermeisters und so weiter, Sie wissen, worauf ich raus will, dann wird er das eventuell nicht machen. Deswegen, ja, in Deutschland die Problematik jedem aufgrund einer Satire-Sendung ist aufgezeigt worden, dass deutsche Top-Journalisten beim transatlantischen Pakt und so weiter dort irgendwo so federführend waren. Nicht? Also, das ist schlimmer geht es nicht. Und angeblich, ich sage es nur so, hätten die dann diese Satire-Sendung sogar geklagt oder wollten klagen? Ich meine, die haben geklagt, das war nicht Zeit und das war die Sendung war die Anstalt. Richtig. Die Anstalt. Aber vorgemeint, du hast mehrere Fragen. Nein, aber noch eine Frage. Und zwar, nehmen Sie es bitte nicht übel, aber die Transparenz von Transparency wichtig. Wenn ich hier mir den Finanzabschluss anschaue, 80% Ihrer Mittel, das sind Leistungen für statutarisch festgelegte Zwecke. Ja. Das klingt ungefähr so wie gesehen, genehmigt, schweig. Ja, das hat gar nichts. Also, noch, ich will nicht Ihr Gehalt oder Ihre Aufwandserzählung wissen. Habe ich kein Problem damit. Wer zahlt die Berggasse zum Beispiel? Und solche Dinge. Das sind, glaube ich, schon wichtige Fragen. Gerade Sie, Sie müssen mit mir nicht die Summen sagen. Ja, aber das alles scheint mir ziemlich verschwommen zu sein und ziemlich wenig transparent. Muss ich Ihnen widersprechen, tut mir leid. Was Sie ansprechen, statutarische Zwecke, ist die Mittelverwendung. Was Sie intransparent sehen, ist die Mittelherkunft. Und die nein, ist ganz die klar, ist sehr transparent, die ist sehr transparent. Das heißt, wer zahlt die Berggasse? Das ja, aus die, dem, die nehmen wir anders, dass wir wieder haben. Die passen die 90.000 Arbeiten aus dem... Ihre Aufwärtsentschädigung und Ihre Mitarbeiter. Da gibt es offenbar noch irgendwelche Kanäle, die nicht transparent sind oder ohne ihr Unrecht. Also, die Mittelherkunft ist offengelegt. Ein Großteil davon sind die Mitgliedsbeiträge unserer kooperativen Mitglieder. Was jedes einzelne kooperative Mitglied zahlt, ist auch offengelegt im Jahresbericht. Ein, zwei Seiten weiter vorne oder weiter hinten. Und überall da, wo im Jahresabschluss nicht zweckgebunden steht, steht es uns zur freien Verfügung. Das heißt, die Berggasse, das sind 4.800 Euro, was wir an Miete zahlen fürs Jahr. Wir sind Untermieter im Österreichischen Institut für Internationale Politik, 400 Euro pro Monat, wird aus unserem Globalbudget bezahlt. Das sind diese 116.000, waren es, glaube ich, letztes Jahr, die uns zur freien Verfügung stehen. Ab und zu kriegen wir zweckgebundene Spenden. Das waren letztes Jahr ein unglaublicher Betrag von 250 Euro, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, für den Druck des ABC der Antikorruption. Die werden wir natürlich auch nur für den Zweck dann verwenden, für den sie zur Verfügung gestellt werden. Alles den Druck höchstens kopieren. Das stimmt. Alles andere, sofern es nicht zweckgebunden ist, steht uns zur freien Verfügung. Das heißt, da wird Miete bezahlt, da wird mein Gehalt bezahlt, was knapp 35.000 Euro brutto pro Jahr sind. Dadurch wird demnächst wieder das... Aber Leistungen für statutarisch festgelegte Zwecke ist einfach ein intransparenter Begriff. Nein, unsere Statuten sind auf unserer Homepage. Für den, der die Statuten nicht kennt. Ja, die Statuten sind auf unserer Homepage. Und da steht der Vereinszweck drinnen und da steht unter anderem Dinge wie Bewusstseinsbildung, Veranstaltungen. Aber das sind immer wieder bei NGOs, fallen mir genau diese Dinge auf. Da wird die Transparenz hier bei den Einnahmen ist ganz klar. Ja, aber ob das eine marktmäßige Untermiete ist, die 400 Euro im Monat. Ob das natürlich, ich habe es akustisch gesagt. Ob das eine marktmäßige Miete ist oder nicht, aber ich will jetzt nicht, dass hier diesen Kreis da irgendwie durcheinander bringt. Danke. Ja, schauen Sie, also wir sind. Schau mal, aus der Kommunikations- und Medienbranche, wir können da noch immer gerne diskutieren. Ich kann mich in dem Fall insofern kurz halten, weil viel schon gesagt wurde, Sensibilisierung zum Beispiel, und möchte eigentlich eher in Stichworten einmal kurz die Problematik der Medienbranche bzw. Kommunikationsbranche aufwerfen. Und zwar habe ich die Arbeitsgruppe auch Kommunikation bewusst genannt. In Deutschland heißt es ja Arbeitsgruppe Medien, weil ich eigentlich auch die PR bzw. die Gesamtkommunikationsszene einbinden
wollte und möchte. Das rege Interesse der PR-Branche sieht man ja heute. Ich weiß nicht, wer macht PR? Doch so viele? Ja, auch, nehme ich an, auch. Ja, und das auch ist ja auch vielleicht schon ein springender Punkt, aber in Stichworten nur, Glaubwürdigkeit, Vertrauen, Lügenpresse, Transparenz ist schon gefallen, Gefälligkeitsberichte haben wir nicht gehabt, aber wenn man dann in die PR-Journalismus-Schiene geht, sieht man unter Umständen schon das eine oder andere. Buchmann hat einmal gesagt, ob es überhaupt noch unbezahlte Beiträge gibt in gewissen Medien, auch ein Thema, und daher kommt ja auch der Glaubwürdigkeits- und Vertrauensverlust letztendlich. Da war zum Beispiel vor kurzem im Horizont das Thema als Titelthema. Ja. Welche Vertrauen genießen die Medien mittlerweile? Ist übrigens nicht viel anders, um zu den österreichischen Gewohnheiten zu kommen, als in Deutschland. Also in Deutschland gibt es dieselben Problematiken. Wir haben ja auch vor einiger Zeit als Grundlage vom Netzwerk Recherche in Berlin eine Studie gehabt, die eigentlich auch ursprünglich die Grundlage war, in Österreich das näher anzuschauen. Und darauf kommen wir dann ja noch, dass wir irgendwie nicht ganz anders agieren als in Deutschland. Also wir haben nicht so Österreich-Spezifika. Und vor allem die Problematik des Journalismus und speziell des Qualitätsjournalismus, also wenn ich mir so die Medien anschaue, es vergeht ja nicht wirklich eine Woche, wo das nicht aufgegriffen wird. Ja? Im Zusammenhang natürlich mit Begriffen wie alternative Fakten und Fake News dann speziell noch. Ne? Das sind jetzt in letzter Zeit ja überhaupt sehr gebräuchlich. Also die Zielsetzung der Arbeitsgruppe Kommunikation war auf jeden Fall einmal die Sensibilisierung sowohl der Akteure in der Kommunikationsbranche wie auch der Öffentlichkeit. Und da geht es eigentlich wirklich darum, wie kann man was erreichen. Mir gefällt eigentlich ganz gut, dass also zumindest jetzt das Thema in den Social-Media-Bereichen aufgeworfen hat, dass also die Kleine Zeitung zum Beispiel eine ganze Serie unter Respekt gemacht hat. Also das habe ich in den letzten Wochen verfolgt. Also da hat es ja Themenstrecken gegeben, wo also das Thema, wie geht man eigentlich in den sozialen Medien eigentlich miteinander um, aufgegriffen hat. Und ich glaube, dass man also auch als Medium viel zu wenig macht, um die Öffentlichkeit Richtung Transparenz, Glaubwürdigkeit, Vertrauen, Funktion der Medien eigentlich entsprechend zu informieren. Und in den ersten Sitzungen, also um das vielleicht vorwegzunehmen, es geht uns eigentlich auch darum, jetzt da nicht irgendwelche Leute anzugreifen oder speziell also Verlage oder Kommunikationsbranche insgesamt anzugreifen, sondern eben, nachdem wir systemisch arbeiten, eigentlich die Situation aufzuzeigen. Also es geht nicht darum, dass man irgendwen an den Pranger stellt, es geht uns grundsätzlich auch darum, mit der Arbeitsgruppe Kommunikation um die Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Journalistinnen und Journalisten. Ja? Weil eben die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sich extrem geändert haben in den letzten Jahren, und jeder, der in der Verlagsebene irgendwo tätig ist, weiß das nur zu gut. Und in den ersten Arbeitsgruppensitzungen haben wir also doch einige Punkte, die ich nur kurz anreißen möchte, aufgeworfen. Die Situation der freien Journalisten ist nicht unerheblich, weil immer mehr freie Journalisten auf der Straße stehen, sage ich jetzt einmal, weil sie werden ja dann irgendwann einmal freigestellt, dürfen als freie Journalisten wieder tätig sein, aber in der Regel nicht nur für einen Verlag oder für ein Medium, sondern halt für mehrere. Daraus resultieren dann schon sogenannte Umgehungsstories, ja, also irgendwelche Einladungen für einen zweiten Auftraggeber, wo schon ein bisschen Intransparenz dann mit der Rolle spielt, nicht? Also ich mache eine Reiseberichterstattung, kostet für den einen Auftraggeber nichts, aber der zweite zahlt es. Und das scheint nirgends auf, wobei also einige Medien schon darüber dazu übergegangen sind, das entsprechend auch transparent zu kennzeichnen, und wenn dann drunter steht unter dem Bericht, wurde zum Teil aus Sponsorenmitteln der Caritas zum Beispiel finanziert, wie ich es am Wochenende jetzt gesehen habe, in der Berichterstattung von Sudan, glaube ich, war das speziell, dann wird das schon gekennzeichnet. Das ist schon mal irgendwie ein erster Schritt in die Richtung, dass man mehr Transparenz in die Berichterstattung bringt und vor allem in die Finanzierung, wie sowas zustande kommt. Ich sage nur die paar Punkte fertig, wir können dann gleich interaktiv werden.
Werbewert von Presseaussendungen ist so ein Thema. Umgang mit Studien, um also die Studien eigentlich auch herzunehmen. Ne? Die Frage ist, wenn ich also so Studien geliefert kriege von, weiß ich nicht, Hinz und Kunz, ja, übernehme ich die unrecherchiert und verarbeite das in meinen Beiträgen. Ja? Die räumliche Trennung zum Beispiel und personelle Trennung von Redaktion und Beilagen, das ist ja auch so. Also wenn ich heute im Wirtschaftstitelbereich Redakteure haben, die zum einen PR-Aufträge haben von irgendeinem großen Unternehmen und auf der anderen Seite kritische Berichterstattung machen sollen über wirtschaftliche Zusammenhänge, wird es ein bisschen kritisch. Also das brauche ich, glaube ich, nicht näher in dem Kreis irgendwie erläutern. Dass zunehmend auch die Beilagen ins Heft wachsen, das sieht man auch. Also es gibt natürlich genug gekennzeichnete Beiträge, aber das wissen wir vielleicht in der Branche, wie also sowas gekennzeichnet ist oder ob das jetzt da eine Beilage ist oder nicht. Aber für einen geneigten Leser oder Leserin, die sich mit den Themen nicht so auseinandersetzen, ist das, glaube ich, nicht immer durchschaubar. Ja? Der Zeitfaktor, also mit den Rahmenbedingungen von redaktioneller Arbeit, ist ja auch so ein Thema. Immer weniger Leute machen in den Redaktionen mehr Arbeit für weniger Geld. Das ist also mittlerweile ja fast die Regel. Der Begriff Content Manager ist ja auch so interessant. Nicht? Also ich kenne doch einige Journalisten, die zu Beginn, bis für elektronische Medien gearbeitet haben, ganz beleidigt waren, weil auf der Visitkarte dann plötzlich Content Manager gestanden ist und der war aber Journalist. Mittlerweile hat sich das irgendwie eingependelt, also vermischt sich halt auch ein bisschen. Ein Content Manager ist vielleicht im Hinblick auf Qualitätsjournalismus nicht mehr die richtige Bezeichnung, oder nicht jetzt die richtige Bezeichnung. Die Editorial sind so ein Thema, möchte ich gar nicht näher eingehen, können wir dann diskutieren. Ehrenkodex haben wir festgestellt, gibt es hin und wieder, ist aber eine spezielle Forderung, dass man die einführt, dass es Leitlinien gibt. Best Practice wäre natürlich vorteilhaft, also wir haben genug Input, dass man also Best Practices aufzeigen können und wo man vielleicht auch aufzeigt, wie es einmal war, wie es derzeit ist und vielleicht wie es in Zukunft ausschauen kann. Das wäre uns also ein besonderes Anliegen. Und in letzter Zeit gibt es eigentlich einiges an Grundlagen, ganz aktuell die neue Macht der Öffentlichkeit, zum Beispiel ein Buch, oder der Fürz hat also auch einen Bericht herausgebracht, die Relevanz von Journalismus für unsere Gesellschaft. Also Input genug für unsere Arbeit. Und daraus resultierend, und das haben wir in dem gesamten Forderungspapier auch drinnen, wollen wir also erreichen, für Redaktionen und Journalisten verpflichtende Verhaltenskodizes einzuführen, wobei also die Regelungen und Vermeidung von Interessenskonflikten dementsprechend aufgezeigt werden sollen und die zeitnahe und unmittelbare Offenlegung von Zuwendungen aller Art. Also das gilt also für Reisekosten genauso wie für Produktionskostenzuschüsse. Und wenn ich das so in Erinnerung habe, wie beim ORF da teilweise vorgegangen wurde und noch geht, ist das also auch ein Thema, dass man speziell beim öffentlichen Rundfunk also schaut, wie solche und andere Medienunternehmen auf dem Sektor agieren und entsprechende Compliance-Management-Systeme einführen. Und da wäre auch so einen netten Bericht im Zusammenhang mit Compliance einmal gefunden, atypisch, nicht? Wobei, um auf das zurückzukommen, nicht, Compliance ist so ein gebräuchliches Stichwort geworden. Was heißt das letztendlich? Nichts anderes, als dass man bestehende Regeln einhält. Ja? Und um auf die Gesetzeslage zurückzukommen, wir haben genug Gesetze. Die Frage ist nur, wer hält es ein? Und wer sorgt dafür, dass sie eingehalten werden? Und deswegen soll es also Compliance-Management-Systeme geben, die wir also auch im Medienunternehmen gern gesehen hätten. Und ja, dass der öffentliche Rundfunk die Verwendung von Gebühreneinnahmen und Produktionskostenzuschüssen entsprechend transparent darstellt, das wird immer mehr gemacht, aber hat doch noch entsprechende Lücken, die wir immer wieder feststellen. Und das Medientransparenzgesetz in der derzeit gültigen Fassung ist entsprechend auszuweiten. Also das wären also unsere Forderungen, wobei ich noch, das steht nicht im Papier, wirklich ergänzen möchte, dass man entsprechend Wert legt auf Medienpädagogik. Immer wieder geforderter Punkt, dass man also in der Ausbildung, in der schulischen Ausbildung
auf den, nicht nur auf den Gebrauch von Medien und speziell, wie agiert man jetzt da in den sozialen Medien, das ist ja auch ein Thema, aber dass man also die Funktion der Medien einfach speziell erläutert und ich muss sagen, das ist also, finde ich, weder, also außer der Fachhochschule, das sei mir ausgenommen, ja, aber sonst findet man das eigentlich nicht, außer es ist ein Hobby von einem Lehrer, dass er sagt, ich erkläre mal meinen Schülern, wie man mit Medien umgeht oder wie Medienarbeit oder Journalismus überhaupt ausschaut und dass man da also auch sensibilisiert bzw. schaut, dass die Jugend schon ganz anders einen Zugang zu dem Medienbereich oder journalistischer Arbeit findet. Und wie so die österreichische Szene ausschaut, hat also der Thomas Wolkinger mit dem Kollegen Wolf entsprechend angeschaut und freue mich jetzt, wenn du da noch sagst, was jetzt die Sache ist, weil sonst hätte ich ja eigentlich jetzt da gesagt, das gibt es alles nicht, vielleicht unter Mauer ist das jetzt noch. Ja, bitte, ich habe so, wenn ich die Medien- und Transparenzgeschichte mal fertig mache, weil vielleicht ergibt sich dann die eine oder andere Geschichte auch in Bezug auf Ihre Frage. Ich wollte eigentlich nur kurz fragen, weil du den Horizont Verlag, ja, also den Manfred Verlag eigentlich jetzt gerade in der Hand gehabt hast. Der Oliver Strebel, der Geschäftsführer, wird jetzt neu an der GmbH-Chef geführt oder möglicherweise gehandelt. Das ist eine Mensch mit der Subvention die Woche. Jetzt ist die Frage, wie steht sie dazu, dass Leute, die eigentlich politisch, sagen wir mal, stark besetzt sind, und, weil er war ja früher in der Stadt Wien Pressechef, die BED, also haben wir jetzt gerade Abteilung 53, wie steht sie dazu, dass solche Leute, die eben eigentlich direkt aus der SPÖ oder auch der ÖVP, einer nahen Organisation kommen, dann für die Medienkontrolle zuständig sind? Ich darf nur ganz kurz sagen, nachdem sie sich einfach schamlos über meinen Zwischenruf hineingesetzt haben und das Ganze für eine Privat-PK irgendwie nutzen, dass ich das nicht okay finde. Und dass es eine sehr Spezialfrage ist, die man sicher beantworten kann, weil ich finde es jetzt eigentlich für die Kolleginnen, die sonst auch hier sind, vielleicht allgemein was zum Thema wissen wollten, jetzt ein bisschen zu speziell. Ich würde die Frage jetzt überhaupt nicht abgeben, finde sie auch relevant, aber ich finde nur, dass das jetzt ein bisschen zu früh vielleicht dafür ist. Ne? Also vielleicht würden Sie sich gerne an einen Ablauf auch halten und so kurz warten. Ich habe Ihnen gerade gesagt, dass Sie das total falsch sehen. Okay. Und dass Sie einfach, dass ich finde, dass Sie das Podium hier missbrauchen für den Privat-PK. Ich kenne auch Ihr Medium eigentlich nicht, wenn Sie das vielleicht mal transparent machen. Das habe ich schon vorher gesagt, Inside-Politics-Unternehmen, wenn Sie es nicht kennen, dann sind Sie mein... Vielleicht wollen Sie da nochmal kurz die Eigentümerstruktur klären, was hat das mit Fass ohne Boden zu tun, was ist das? Fass ohne Boden arbeitet mit uns zusammen. Und können Sie es deklarieren, wem gehört das, wie wird es finanziert? Jetzt also ich könnte jetzt auch gefragt, dass wir eine Privatkommunikation sind, und das sind auch niemand mehr. Aber lassen wir diese Einschätzungsfragen. Ich sage nochmal, das ist eine legitime Frage von Ihnen, aber machen wir das wirklich zum Schluss? Ja. Weil ich denke, Sie wollten wissen, was sagen Transparency International dazu. Genau, das ist meine Frage. Ja. Können wir ja, ja, aber. Ich brauche mal vielleicht einen Anschluss, nur weil das jetzt das, ja, Thema unmittelbar zu ausführen ist, was du uns sagen willst. Genau. Ich versuche einfach nur noch ganz kurz die Fäden, die vorhin schon also angedeutet wurden in Bezug auf Medien und Korruption und Transparenz, so ein bisschen zusammenzuziehen, damit Ihnen klar wird, welche Art von Studie die FH da gemacht hat. Das ist eine Kurzstudie, die sich mit einem ganz speziellen Aspekt von Transparenz im Medienbereich beschäftigt, nämlich mit der Frage ethischer Verantwortung, in welcher Hinsicht PR-Agenturen oder Unternehmen in der Kommunikationsbranche, aber auch journalistische Medien sich dieses Themas überhaupt bewusst sind, und wir haben es gemessen anhand der Bereitschaft, sozusagen sich auch selbst ethische Richtlinien, Leitlinien, Compliance-Modelle zu verordnen, über das, was in den Branchenkodizes sozusagen steht, hinausgeht. Um das machen zu können, würde ich kurz noch gerne mal die beiden Begriffe Medien und Korruption so ein bisschen gegenschneiden, weil sie doch, wenn sie aufeinandertreffen, sage ich mal, relativ hart klingen. Man bringt Medien jetzt zumal journalistische eher damit in Verbindung, dass sie dafür zuständig sind, also korruptes Verhalten aufzudecken, also da insbesondere für Transparenz zu sorgen. Man bringt Medien in der Regel und im allgemeinen Wortgebrauch jetzt nicht selbst mit korruptem Verhalten in Verbindung. Man kann aber sagen, dass in den letzten Jahren Medien journalistischer Art auch eben unter Verdacht geraten sind. Ich glaube, das ist zulässig zu sagen, und das Wort von der Vertrauenskrise ist bereits gefallen. Es hat von 2013 gibt es eine Transparency International Studie aus Deutschland, der nach 54% der befragten deutschen Leserinnen, Nutzerinnen, wie auch immer, Medien für korrupt oder sehr korrupt halten. Das halte ich für einen sehr hohen Prozentsatz. 54% der Menschen sagen, Medien sind an sich korrupt, ohne das genauer zu qualifizieren jetzt.
54%. Und wir haben 13. Der Befragten, der Leserinnen, weil das ist ein Querschnitt 2013 von Transparency in Deutschland durchgeführt. Das kann man natürlich deutsche und österreichische Zahlen nicht zugegenschneiden, aber Vertrauensverlust. Ja, schon eine Frage, was die 54% ob der Korruption verstehen muss. So ist das. Ja, genau. Man kann das alles eliminieren, aber das ist nicht. Genau. Nur so als kleines Blitzlicht. Andererseits gibt es Zahlen, zuletzt in der Vorwoche publiziert, das ist ein Digital News Report vom Reuters-Institut, das ist frisch rausgekommen, der ebenfalls versucht hat, Vertrauen in Medien, in Nachrichten haben die im Wesentlichen abgefragt, und zwar in 36 Ländern. Und auch da kommt sozusagen raus, dass in Österreich 45% in Nachrichten, was auch immer das wieder in der Definition genau ist, Vertrauen, was den Platz 16 von 36 Ländern ergibt, und zwar 36 Länder im EU-Schwerpunkt, aber auch Kontinent Amerika und Asien, pazifischer Raum. Das heißt, das ist jetzt vielleicht keine dramatische Vertrauenskrise, wie das immer gern gesagt wird, aber es ist schon ein Phänomen, dessen man sich irgendwie, denke ich mal, nähern sollte. Warum glauben wir oder glaubt die Literatur auch, gibt es dieses fehlende bzw. allenfalls auch schwindende Vertrauen? Der Reuters-Report von letzter Woche geht davon aus, dass in politisch polarisierten Gesellschaften das Misstrauen besonders hoch ist. Warum das? Je höher die Polarisierung, desto höher ist die Zuschreibung der Bevölkerung, dass Medien eben auch politisch seien, politisch beeinflusst seien. Daraus ergibt sich auch aus dem Datenmaterial des Reports eine gewisse Korrelation. In Österreich wird das, ich bin mir nicht ganz sicher, ob man es nur so ein monokausal festmachen kann, vom Reuters-Institut so weit erklärt, dass dort gesagt wird, diese Polarisierung und dieser Bias entstehe vor allem aufgrund der Polarisierung des ORF, Freundeskreise und so weiter. Ich denke mal, dass es vielleicht ein Teil der Erklärung ist, dass aber sicher andere Elemente dazukommen, nämlich einerseits diese typische Social-Media-Dynamik, die es in politischen Diskussionen gibt, andererseits aber auch durchaus diese für Österreich sehr besondere Praxis der indirekten Presseförderung. Das sind doch 180 Millionen Euro öffentlicher Gelder pro Jahr, die mehr oder weniger freihändig an österreichische Medien vergeben werden und von denen im Wesentlichen der Boulevard in Österreich profitiert, wobei auch der ORF eine gute Portion und andere Medien natürlich auch bekommen. Das heißt, ein Grund für diese Vertrauenskrise, der Reuters Report sagt das, politische Polarisierung. Der zweite Grund, denke ich mal, lässt sich wohl daran festmachen, dass langsam die Effekte davon sichtbar werden, dass die Luft in den Redaktionen doch ein wenig dünner wird. Das heißt, dass der wirtschaftliche Druck auf die Redaktionen aufgrund des digitalen Wandels und so weiter so weit ansteigt, dass dieser ursprünglich stabile oder einmal stabiler gewesene, diese Mauer zwischen den Redaktionen und den Verkaufsabteilungen von Verlagen, dass diese Mauer poröser wird. Und auch dazu gibt es, zu diesem Verdacht sozusagen, gibt es wieder eine Umfrage eher so aus diesem Wahrnehmungsbereich. Es hat Transparency im Vorjahr eine Studie wiederum in Deutschland veröffentlicht, die Journalistinnen in dem Fall gefragt hat, Korruptionswahrnehmung in Redaktionen. Das war eine Umfrage unter 500 Journalistinnen und Journalisten aus unterschiedlichen Mediengattungen und dort kam als Ergebnis, dass 77% der Journalistinnen und Journalisten in Deutschland zur Antwort gegeben haben, dass sie Koppelungsgeschäfte, also diesen Tausch Werbung gegen Redaktion, für verbreitet halten. Auch das ist ein hoher Prozentsatz. 77% halten das in den Redaktionen für verbreitet. Ungefähr ein Drittel hat selbst wahrgenommen, dass es diese Art von Geschäften gibt. Das heißt, dass zusätzlich zum verkauften Anzeigenvolumen Gefälligkeitsberichte sozusagen dazugegeben werden, unter welchen Voraussetzungen auch immer. Diese Art von Werbung gegen Geschichte wird in der Literatur als journalistische Korruption definiert. Nicht gerade hilfreich für die österreichische Situation ist jetzt ein spezielles Ereignis im letzten Jahr im November. Das war dieses bereits kurz angesprochene Urteil des Obersten Gerichtshofs zum Thema Gefälligkeitsberichterstattung. Ich weiß nicht, wie weit das bekannt ist. Da waren zwei Gratiszeitungen miteinander im Streit und eine hat moniert, dass die andere eigentlich werbliche Beiträge nicht ordentlich gekennzeichnet hätte. Der Oberste Gerichtshof hat erstmals und abgehend von einer Judikatur, die bis jetzt 20 Jahre gehalten hat, hat festgestellt, dass diese Gefälligkeitsberichte nicht mehr als Werbung gekennzeichnet werden müssen, wenn sie nicht explizit bezahlt wurden.
Das heißt, dass ein Beitrag, der bloß aus Gefälligkeit, auch dann, wenn er kommerziellen Charakter hat, uns der Objektivist sagt, mit werblichem Überschuss, dass die nicht mehr als PR oder bezahlte Anzeigen gekennzeichnet werden müssen. Meines Erachtens und auch das nach Erachten vieler weiterer Beobachter öffnet diese Entscheidung Koppelungsabsprachen Tür und Tor. Die Absprachen sind natürlich bis jetzt auch nicht mit vertreten, sozusagen gestanden, sondern es war so ein Geben und Nehmen. Das kriegen wir sozusagen auch Inserate dazu. Beunruhigend war aber nicht nur das Urteil an sich, sondern auch die Argumentation des OGH, der ausgeführt hat, dass der durchschnittlich aufmerksame und kritische Leser nicht mehr davon ausgehe, dass redaktionelle Beiträge neutral bzw. absolut objektiv seien, weil Journalisten immer ihre persönliche Meinung zum Ausdruck brächten. Bedeutet letztlich in Konsequenz, dass Gefälligkeitsberichterstattung oder Texte oder Beiträge mit werblichem Überschuss, solange nicht nachgewiesen werden kann, dass dafür und genau dafür Geld floss, eigentlich nach österreichischem Recht mittlerweile okay sind. Und wenn die Gefälligkeit sozusagen die kleine Schwester der Korruption ist, dann hat Österreichs Medienlandschaft, denke ich, tatsächlich zumindest den Vertrauens- und in absehbarer Zeit vielleicht auch ein echtes Korruptionsproblem. Beunruhigend habe ich insgesamt gefunden, dass niemand auf Seiten der Herausgeber oder auch der Medienjournalisten ganz im Ausnahmefall bloß auf dieses Urteil überhaupt erst verwiesen haben. Es hat praktisch aus in der Presse gab es eine kurze Notiz, im Standard Online war es das irgendwie, es hat sich aber der Flötz nicht dazu geäußert, ganz anders als der PAVA überraschenderweise. Die haben mit Nachdruck und wiederholt kritisiert, dass dieses Urteil der Lesertäuschung Vorschub leiste, was sicher der Fall ist. Um vielleicht jetzt zu dieser Studie zu kommen, warum haben wir die gemacht? In der deutschen Kommunikationswissenschaft, insbesondere die österreichische, hat sich nicht so wahnsinnig damit beschäftigt, ist seit längerer Zeit unumstritten, dass es Medien, journalistischen Medien, selbst nicht schlecht anstünde, diese Art von Praktiken und Verhalten besser auch selbst zu beobachten und zwar nicht bloß auf Ebene der berufsethischen Normen, das kennen Sie wahrscheinlich, gibt es diesen Pressekodex, den Ehrenkodex der österreichischen Presse. Dort wird wesentlich auf individueller Ebene Verantwortung festgemacht. Das heißt, was schaut ethisch okayes Verhalten für Journalistinnen und Journalisten aus? Wie schaut das aus? Koppelungsgeschäfte andererseits sind auf einer Ebene drüber. Ein Journalist kann sowas gar nicht beeinflussen. Das sind eher so, passiert auf Verlagsebene. Was kann passieren? Irgendwie mit der Verlagsebene, die gemacht wird, ein gewisses Anzeigenvolumen, und irgendein höhergestellter Redakteur kriegt das von der Geschäftsführung gesteckt und sagt dann seinem Journalisten, schreib doch mal was über die. So, nett, die sind nicht, machen das irgendwie okay. Das wäre die übliche Form, wie diese Dinge funktionieren. Deswegen finden wir, das glaube ich und sagt auch die Literatur, die Notwendigkeit, sich mit ethischem Verhalten über diese individuelle berufsethische Ebene hinaus. Und das braucht eben, was schon kurz angesprochen ist, vielleicht stärkere Modelle, die in Richtung Compliance gehen. Also wirklich Unternehmensstrategien, die versuchen vorzubeugen in Medienorganisationen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch weiterzubilden in dem Bereich, weil auch die Formate sozusagen ja sich ändern, in denen sich diese Art von korrupter Praxis einschleichen kann. Das heißt, Compliance-Programme, da gibt es ein Best Practice dafür, das kann man irgendwie lachen, weil das jetzt nicht das Medienhaus ist, das nicht ausschließlich für qualitative Berichterstattung bekannt ist, aber die Axel Springer AG, die sich vor inzwischen 15 Jahren so ein umfassendes Compliance-Modell verordnet hat, das besteht aus einem Code of Conduct, das genau reglementiert, welche Arten von Geschenken angenehmer werden dürfen, welche Arten von Nebenbeschäftigungen, wie, wann, wo gemeldet sind, zulässig sind und so weiter. Das außerdem journalistische Leitlinien veröffentlicht hat und ein internes Compliance-Meldeverfahren und was besonders ist und was die deutsche Praxis doch von der österreichischen unterscheidet, dass diese Compliance-Mechanismen alle öffentlich sind. Also man kann die auf der Webseite einsehen und kann schauen, nach diesen Prinzipien gibt der Springer-Konzern zumindest mal vor, zu agieren. Diese Situation, um es dann auch dem Kollegen Wolf zu übergeben, war jetzt die Ausgangsposition unserer Kurzstudie, die wir vor 2 Jahren erstmals in einer Version vorgelegt haben, in der wir geschaut haben, wie schaut es in österreichischen Medienhäusern, Agenturen mit Compliance-Modellen, mit redaktionellen Richtlinien aus, die über das hinausgehen, was in den Branchenkodizes
steht. Nicht, weil wir glauben, dass es die einzige Möglichkeit ist, Korruption zu unterbinden oder dass es die wirksamste ist, sondern weil es ein Zeichen dafür ist, wie sehr sich ein Unternehmen mit Fragen von ethischem Verhalten seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im journalistischen Kommunikationsprozess beschäftigt und weil wir glauben, dass es eine von vielen Möglichkeiten ist und andere Möglichkeiten sind Redaktionsbeiräte, Lesermandatarinnen, die zuletzt bei der Kleinen Zeitung eingeführt worden sind und so weiter, aber es ist eine von vielen Möglichkeiten, Vertrauen in Medien sozusagen nachhaltig wieder zu stärken. Das war der Ausgangspunkt und vielleicht jetzt mit der Clemens vielleicht noch kurz die korruptionsthematisch relevanten Aspekte dieser Kurzstudie, die wir eben unlängst jetzt abgedatet haben, eigentlich vor einer Woche ist das Update fertig geworden, dass du uns da vielleicht die wesentlichen Elemente sagst, also einen Auszug daraus sozusagen. Genau. Also wir haben uns, um einen Schritt zurückzugehen, haben wir uns natürlich auch angeschaut, was geben eigentlich die Branchenverbände vor, im Medienbereich, im PR-Bereich, aber dann, wie du jetzt schon ausgeführt hast, eben konkrete Frage auch, welche Compliance-Regelungen, welche Leitlinien gibt es eigentlich in den Medienhäusern und Agenturen selbst. Und dazu haben wir uns angeschaut 12 österreichische Tageszeitungen, die wichtigsten österreichweiten und regionalen Wochenzeitungen, rund 20 Zeitschriften und Magazine, Branchenmedien, die größten österreichweit sendenden Fernsehanstalten und die Austria Presseagentur als Nachrichtenagentur, sowie aus dem PR-Bereich die 5 umsatzstärksten Agenturen aus dem 2015 aktuellsten Ranking. Kurz zur Frage, was geben eigentlich die Branchenverbände und Institutionen in ihren Kodizes vor, was man als korruptionsrelevante Themen, Bereiche oder Richtlinien definieren könnte? Der Presserat nimmt in seinem Ehrenkodex beispielsweise Stellung zum Thema Einflussnahmen, zur Berichterstattung in redaktionellen Spezialbereichen wie Tourismus oder Autoberichterstattung beispielsweise und zum Umgang von privaten versus geschäftlichen Interessen von Medienmitarbeitern. Außerdem gibt es seit einigen Jahren vom Presserat auch eigene Regelungen zur Wirtschafts- und Finanzberichterstattung. Beide Dokumente sind insgesamt eher allgemein gehalten, sollen ja auch für die ganze Branche gelten. Beispielsweise das Thema Trennung zwischen redaktionellen und werblichen Inhalten kommt gar nicht wortwörtlich vor im Presseratskodex. Allerdings gibt es eine Ziffer im Kodex Genauigkeit, wo in der Spruchpraxis, die dafür verwendet wird, auch die Trennung zwischen redaktionellen und werblichen Inhalten zu beurteilen. Im PR-Bereich sieht es so aus, der Public Relations Verband, PRVA, spricht sich in seinem Kodex gegen Schleichwerbung und Kopplungsgeschäfte aus. Außerdem gibt es eine Stellungnahme zum Thema Geschenkvergabe. Etwas allgemeiner noch bei der österreichischen Public Affairs Vereinigung, wo die Themen Transparenz und Offenlegung und Einflussnahme vorkommen. Und beim Werberat, so als dritten, der den insgesamt umfangreichsten Kodex hat, gibt es viel zum Thema inhaltliche Ausgestaltung von Werbung, aber eigentlich wenig zum Thema Umgang mit dem Werbeumfeld, sprich mit den Medien. Allerdings auch dort wird gefordert eine klare Trennung zwischen Werbung und redaktionellen Inhalten. Um jetzt auf die andere Seite zu schauen, wie schaut es tatsächlich in den Agenturen und Medienhäusern aus? Einerseits zeigt die inhaltliche Gestaltung dieser branchenweiten Kodizes, dass eine Konkretisierung für die eigene Arbeit im eigenen Medienhaus, in der eigenen Agentur wichtig wäre, weil eben die Branchenkodizes eher allgemein gehalten sind. Andererseits hat Thomas Wolkinger schon ausgeführt, warum wir meinen, dass eben auch auf der unternehmensinternen Ebene Compliance-Regelungen oder redaktionelle Richtlinien wichtig wären. Es sieht so aus, im Medienbereich gibt es 2 Vorreiter aus dem Tageszeitungsbereich, das sind die Tageszeitungen der Standard und die Presse. Die beiden haben seit mehreren Jahren öffentlich einsehbare redaktionelle Leitlinien auf Basis des Presseratskodex, aber konkretisiert für die Arbeit im eigenen Medienunternehmen und auch unter Berücksichtigung dessen, was es an Maßnahmen innerhalb des Unternehmens gibt, auch wenn es jetzt nicht im Detail definiert wird, um bei Zuwiderhandeln gegen diese redaktionellen Leitlinien zu reagieren. Eine Sonderstellung innerhalb dieser Zeit stellt noch einmal die Presse dar, da in den Verhaltensregeln der Presse als einziges auch die Geschäftsführung und auch die Verlegerseite quasi nicht nur die Redaktion mit in die Verantwortung genommen wird, was zum Beispiel den Umgang mit werblichen Inhalten anbelangt. Außerdem gibt es einen dritten Kodex in Österreich, der öffentlich einsehbar ist.
Das ist der Ethikkodex des österreichischen Rundfunks, thematisch ähnlich eigentlich wie die Kodizes von oder die redaktionellen Leitlinien von Presse und Standard, allerdings insofern anders als die Veröffentlichung im Fall des ORF oder auch die Einführung dieses Ethikkodex im Fall des ORF keine rein freiwillige Sache sind, sondern da aufgrund einer gesetzlichen Regelung. Weiters lässt sich eigentlich an einer Hand abzählen, wer von den untersuchten Medienhäusern laut eigener Angabe interne Compliance-Regelungen hat. Da gibt es die kleine Zeitung, da gibt es die Verlagsgruppe News, die für alle ihre Magazine Compliance-Regelungen hat, Medianet und die ProSieben Sat1 und Puls4-Gruppe. All diese machen diese Compliance-Richtlinien aber nicht öffentlich, sondern geben auf Anfrage nur an, dass sie eben welche haben. Hervorzuheben ist außerdem die Tageszeitung Heute, die nicht Mitglied beim Presserat beispielsweise ist, aber einen eigenen Code of Conduct hat, der in Länge und inhaltlicher Ausgestaltung nicht unähnlich denen von Standard und Presse ist, beispielsweise die Trennung von Werbung und redaktionellen Inhalten, die persönlichen Interessen der Medienmitarbeiter, Geschenkannahmen oder Dienstreisen werden da drin angesprochen. Ist das öffentlich zugänglich? Nicht öffentlich zugänglich, nein, wurde mir aber zu Recherchezwecken zur Verfügung gestellt. Weiters erwähnenswert vielleicht aus dem Medienbereich die Austria Presseagentur, die nicht nur neuerdings Mitglied beim Presserat ist, sondern wo es laut eigenen Angaben aus der Chefredaktion auch sonst momentan massive Bestrebungen gibt, auch formal festzulegen, Themen wie Ethikrichtlinien, Compliance-Regelungen für die eigenen Redaktionen. Du hast vorher das Thema Redaktionsbeirat als eine andere mögliche Ausgestaltung erwähnt. Das gibt es neuerdings bei der Wiener Zeitung seit ungefähr 1,5 Jahren oder eben auch bei der kleinen Zeitung die Lesermandatare, die Thomas Wolkinger vorher angesprochen hat. Und erwähnenswert aus dem Medienbereich vielleicht als letztes Medium noch ist die Tageszeitung Österreich, die seit diesem Jahr auch Mitglied beim Presserat ist, als erstes Boulevardmedium, allerdings ohne die korrespondierende Online-Ausgabe OE24. Wie sieht es im PR-Bereich aus? Man kann sagen, die Agenturen, die wir uns angesehen haben, leben bis zu einem gewissen Grad vor, was im Medienbereich erst so im Entstehen ist, beziehungsweise angefangen wird umzusetzen. Es gibt eigentlich durchwegs in allen Agenturen eigene Ethik- und Compliance-Richtlinien, oft auch eines größeren Kompendiums an Richtlinien, zum Beispiel innerhalb eines Konzerns, wenn Agenturen zu einem Konzern dazugehören. Es gibt überall eine praktische Implementierung der relevanten Branchenkodizes, zum Beispiel vom Public Relations oder Public Affairs Verband. Und es gibt Zertifizierungen, die diese Agenturen tragen nach Standards, die in Österreich, aber auch über Österreich hinaus anerkannt sind, wo in den Kriterienkatalogen sich entsprechend Ethik- bzw. Antikorruptionsthemen eben auch finden. Wenn man jetzt vergleicht, was sich schon in den letzten 2 Jahren getan hat, wir haben ja die erste Version dieser Studie 2015 durchgeführt und jetzt 2017 nochmal abgedatet und nachgefragt. Es hat sich nicht allzu viel getan, aber es hat sich doch was getan, beispielsweise eben bei der APA, bei der Wiener Zeitung mit der Einführung dieses Redaktionsbeirats, bei Österreich, der Tageszeitung mit dem Beitritt zum Presserat oder auch im PR-Bereich, wo fast alle Branchenkodizes in den letzten 2 Jahren einmal aktualisiert worden sind. Ein subjektiver Eindruck, den ich vor allem 2015 bekommen habe, war, den wir aber nicht objektivieren konnten im Rahmen dieser Studie und bei dieser Fragestellung, war, dass teilweise das Wissen um Regelungen in der eigenen Redaktion, in der eigenen Agentur bei Mitarbeitern nicht so groß ist. Oft wurde dann eben sofort an die Chefredaktion oder gleich weiter an die Geschäftsführung verwiesen. Das deckt sich auch mit Zahlen aus Deutschland. Der Umfrage von Transparency und der deutschen Journalisten, die Thomas Wolkinger vorher schon angesprochen hat, wo ungefähr die Hälfte der Befragten eigentlich nicht von der Existenz entsprechender Richtlinien im eigenen Unternehmen wusste. Was ich bemerkt habe, war, dass 2017 die Bereitschaft zu antworten bzw. Auskunft zu geben aus den Medienunternehmen und Agenturen größer war und auch der Informationsstand, der Grad an Informiertheit etwas höher war.
Es waren aber auch einige kuriose Rückmeldungen dabei, zum Beispiel aus einer wöchentlich erscheinenden Unterhaltungszeitschrift, die sich thematisch der ganzen Woche widmet, wo es heißt, aus unserer Sicht dienen detaillierte Ausführungen von offensichtlichen Fehlverhalten und deren Aufzählungen sich daraus ergebender Missstände lediglich dem Schutz der Verlage und dessen Führung vor Ansprüchen. Es wäre ein Armutszeugnis für die Gesellschaft und die Mitarbeiter, wenn man detaillierte Richtlinien benötigen würde. Also so ein bisschen der Kontrapunkt zu denjenigen, die sich sehr wohl detaillierte und auch öffentlich einsehbare Richtlinien geben, wie zum Beispiel Presse oder Standard. Fazit nach dieser Studie, es bleiben trotzdem viele Fragestellungen offen. Warum tun sich Medien mit Transparenz in eigener Sache so schwer, wenn man sich eben anschaut, dass wirklich nur 3 Medienunternehmen tatsächlich ihre Richtlinien offenlegen und eines davon, nämlich der ORF, nicht einmal freiwillig, sondern durch eine entsprechende gesetzliche Verpflichtung. Und warum werden eben die heute schon öfter angesprochenen Dauerbrenner wie Nebenbeschäftigung, Aktienbesitz, Geschenkannahme oder Vergabe, Trennung von Verlag und Redaktion, aber auch Trennung von Werbung und Inhalten, warum wird das nicht öffentlich in Richtlinien oder Compliance-Dokumenten festgelegt, wie da im eigenen Unternehmen gehandelt wird? Fraglich ist auch, wie ist eben die gelebte Praxis in Medienhäusern tatsächlich in Bezug auf den Umgang mit Verlag und Redaktion, wie sehr ist die Trennung da tatsächlich vollzogen und wie wird sich da auch in Zukunft das OGH-Urteil, das Thomas Wolkinger vorher schon angesprochen hat, eben bezüglich dieser Gefälligkeitsberichterstattung zukünftig auswirken. Eine der Zahlen wurde ja vorher schon angesprochen. In Österreich fehlen entsprechende Zahlen, aber in der deutschen Transparency-Umfrage haben immerhin 70% der befragten Journalisten angegeben, dass sie Pressionen und Erpressungsversuche durch Unternehmen für verbreitet halten und 77% die Existenz von Koppelungsgeschäften bestätigen in Deutschland. Und auch eine Frage, die sich durch diese Studie nicht beantworten lässt, aber einmal mehr irgendwie aufgeworfen wird, ist, wie wird sich mittelfristig die Bindung der Presseförderung sowohl direkt als auch indirekt an Qualitätskriterien durchsetzen und sollte dann nicht eventuell auch Transparenz, ein heute schon oft gefallener Begriff, ein relevantes Qualitätskriterium sein? Dankeschön. Da ist viel, ganz viel drin. Bitte. Ich werde gerne zurückkommen auf das, was ich gesagt habe. Ich glaube, dass das eine Kernaussage erscheint, dass das Hauptproblem der Bestechlichkeit, wenn man es jetzt mal so erinnern will, von ganzen Verlagen, also weniger von einzelnen Journalisten, die wirtschaftlichen Nöte sammeln, also wie auch von Qualitätsmedien. Also, dass damit der Druck steigt, sozusagen Beiträge, die direkt oder indirekt bezahlt sind, möglichst, also diese Tatsache möglichst zu verschleiern. Ist das nicht ein gutes Argument für wesentlich höhere Qualitätskriterien, mit Qualitätskriterien zu vergebende öffentliche, transparente Presseführung? Ja, absolut. Also der Kollege hat angesprochen, die direkte und die indirekte. Ich glaube auch, wie das zuletzt Kammersin gefordert hat oder zu überlegen gegeben hat, ob man die Regierungsinterrate nicht nach Billigstbieter, sondern nach Bestbieter vergeben müsste, ob da nicht auch Qualitätskriterien eine Rolle spielen sollten. Auch wenn man schon überlegen kann, okay, abzuwickeln, ist das wahrscheinlich irgendwie eine komplexe Geschichte. Was die Österreicher, die Presseförderung offizielle sozusagen angeht, dann macht die ja erstens nur einen winzigen Teil im Vergleich zu indirekten aus. Andererseits ist der Vorschlag, den es jetzt vom Minister gibt, im Ansatz, sage ich mal, minimal versucht, also Qualitätskriterien im Ansatz, wenn man sich anschaut, diese Evaluierung, was 2012 bis zum Hannes Haas gibt, die da viel weiter gegangen wäre, da gab es schon ein 4-Optionen-Modell, so ist das, denke ich mal, auch nach wie vor unzureichend. Herr Wolkinger, da habe ich aber gleich eine Frage dazu. In Schweden, glaube ich, ist es, in der Schweiz gibt es eine indirekte Preisförderung in Form von Steuerlasten gegenüber Medienunternehmen. In Form von Steuerlassen, also sprich, dass diese dann weniger für Abgaben Steuern zahlen müssen. Wäre das vielleicht eine bessere Möglichkeit für Österreich, anstatt dass man direkt mit der Gießkanne hingeht und mal ein bisschen ein Geld direkt der Redaktion gibt oder dem Verlag? Ja,
ich bin jetzt überhaupt kein Steuerspezialist, ich kenne auch diese beiden Modelle, die Sie ansprechen, also überhaupt nicht. Ich denke mal insgesamt, dass im Umgang der öffentlichen Hand mit Medien, ich denke schon, dass Medien, die einem Qualitätsbegriff folgen, dass die sowas wie Public Value im Idealfall verkörpern, im Sinn von einer, so was nicht vierte Gewalt nähern, und dass es legitim ist, diese Medien oder einen Teil der Medien, die nach Qualitätskriterien funktionieren, anders zu behandeln, damit sie auch in einem konzentrierten Markt überleben können. Ob das ein Steuermodell das Beste ist, das kann ich leider nicht beantworten. Danke. Bitte, Johannes. Zuerst ist jemand von Graz oder von der Woche da? Krone, Hitradio, Antenne? Nein. Gut, dann können wir operieren. Vor 10 Jahren wären von diesen Medien noch Kolleginnen oder Kollegen da gesessen, hätten sie das angehört und hätten darüber möglicherweise berichtet. Ja? Die tun, auch wenn sie aus dem Haus stammen, dem ich angehört habe, die tun das nicht mehr, die tun nur mehr gegen Bargeld oder sonstiges berichten. Was wir brauchen, glaube ich, ist ganz dringend vor allen anderen Dingen eine Art Kennzeichnung. Was sind die guten Medien und was sind die, die nur gegen Geld arbeiten, nur gegen Geld von dieser Rente arbeiten. Ja? Ich glaube, wir müssen alle Gratiszeitungen total ausschließen. Ja? Man darf nicht die Presse und den Grazer oder solche Dinge gegeneinander ausspielen. Wir machen eine Kennzeichnung für die Konsumenten. Ja? Für die Konsumenten, warum es sich hier handelt. Weil die Leute kriegen gratis von Haus geliefert in die Woche oder den Monat oder wie das heißt, ja, und glaubt, das ist eine Zeitung wie die kleine Zeitung. Ja, und glaubt, dass was drin steht mit den gesamten Fotos von Hunden und Katzen und all diesen Dingen. Aber das ist nicht Medienjournalismus. Ja, das ist nur Geldjournalismus. Und diese Kennzeichnung, darüber müssten wir uns wirklich den Kopf zerbrechen. Ja. Und zwar in die gedruckten Medien und in allen anderen medialen Formaten. Und das müssen, glaube ich, die Medien tun, die ich zu den Guten quasi zähle. Ja. Das wäre eine wirklich wichtige Sache, weil sonst ist es eigentlich sinnlos. Auch die Presseförderung da. Da kriegt es wieder alle und es kriegt auch die hinterher mit irgendwelchen Leuten Geschäfte machen und so. Wir müssen eine Standortbestimmung und eine Kennzeichnung, wie bei Bio-Lebensmitteln. Ja? Bio ist irgendwas anderes wie konventionelle Landwirtschaft. Ja, das ist ja auch der Punkt, warum ich ja so dagegen bin, dass jeder private Radio- und Sender und jeder private Nachrichtensender für Nachrichten Geld kriegt. Vom Staat in Form der Presseförderung. Das ist nur immer Privatfernsehen, ja. Nicht Staatsfernsehen. Dafür kriegt es nochmal. Das sind nicht Bio-Gradio. Ich kriege auch keine Bio-Gradio. Also zur Kennzeichnung möchte ich nur noch ergänzen, das ist die Frage, wie kennzeichnet man. Ne? Also durchaus in seriösen Medien wird der Markt gekennzeichnet wegen der Kennzeichnungspflicht mit ganz eigenartigen Mitteln, die vielleicht einer von uns erkennt, nämlich ein schwarzer Punkt, ja, oder ein leeres Quadrat, ein weißes, ja, und irgendwo vielleicht im Impressum oder wo steht halt bezahlte Anzeige oder was. Ja. Jetzt schaue ich mir den geneigten Leser an, der im Impressum nachschaut, was der schwarze Punkt dort bedeutet. Also der Kennzeichnungspflicht ist Rechnung getragen, ja, schön, ja, aber was kann er, dass das ein bezahlter redaktioneller Beitrag ist? Ja, und das ist eine Augenauswischerei, nicht? Also man Kennzeichnung, ja, schön, aber nicht auf die Art. Ja. Ich glaube, der Vorschlag war sozusagen weitergehend, überhaupt gewisse Mediengattungen als journalistische BU zu zertifizieren und andere zu sagen, du bist Fast Food. Ne? Der Medienhäuser. Das war jetzt nicht total von so einem Soll-Aspekt oder normativ gesehen. Das wäre total super, aber du hast es schon angedeutet, auch aufgrund der Verflechtungen der Medienhäuser in Österreich ist es höchst unwahrscheinlich, dass sowas natürlich. Die Frage der Förderbarkeit von Gratismedien wäre relativ leicht zu lösen. Ein Medium, das keinen Kollektivvertrag hat, zum Beispiel. Ja. Die Gratismedien haben noch nicht keinen Kollektivvertrag. Im Gesetz ist es ja definiert, dass Produktionshilfen unter 1000 Euro. Und dann auch alles, was darüber hinaus ist, ist ja direkte Sponsoring. Das müsste ja auch so drin stehen. Also ich habe nämlich erst vor kurzem mit dem Magister Truppe, der ist glaube ich der Zuständige in der Kommaustria dafür, gesprochen und mit einigen unterhalten darüber. Also deswegen haben wir da auch sehr strenge Regeln. Ja.
Eben, aber der jetzige Stand ist, dass gratis Zeitungen sehr wohl irgendwie profitieren werden. Also von der jetzigen Version der Presseförderung, so wie es der Dorf gesagt hat, sind ja noch sozusagen inbegriffen. Jetzt muss man kann sagen, okay, gibt es vielleicht gratis Zeitungen, die auch Public Value produzieren. In der Regel produzieren sie im Wesentlichen im Eigentümerinteresse. Würde ich mal mein Pauschal das ist auch mal funktioniert, da muss man aufpassen. Natürlich klar, Blätter brauche ich auch gratis Zeitungen, aber das ist auch gratis Zeitungen, aber das ist auch ja. Man kann sagen, das kommerzielle Interesse ist wahrscheinlich tendenziell überschießend bei gratis Zeitungen, auch weil es das Geschäftsmodell ist. Da muss man eines sagen, bei den gratis Zeitungen oder bei den Zeitungen, wo du aber was, ne, die Verkaufseinnahmen sind nicht mehr wirklich bedeutend. Das heißt, die Grenze zwischen dieser einen Zeitung und der anderen Zeitung so scharf zu ziehen, sehe ich ein Problem. Ne? Ich muss sagen, ich sehe eigentlich die Hoffnung für uns, ne, eigentlich eher dort, wo jetzt Transparency eigentlich den Finger drauf liegt, beziehungsweise die Trennung, wo ich es eigentlich entscheiden kann, ob ich das Medium kaufe, das ist die Zeitung, oder wo ich vereinfacht gesagt abgezogen werde beim ORF. Ne? Und ich sehe da eigentlich eher die Meinung, dass man bei beiden, oder vor allem beim zweiten beim ORF, eigentlich die Deklarationspflicht anheben sollte. Meine persönliche Lebenserfahrung ist, gehen wir doch davon aus, dass schon jetzt auch Menschen sind. Ne? Mit ihren Vertikalen und Alten und Mann, die sollen das offenlegen. Aber nicht, wie Sie gesagt haben, mit einem weißen Kastel, wo man eigentlich nicht weiß, was man das macht. Wir wollen ein weißes Kastel auf weißem Grund womöglich. Ne? Ja, das heißt, wo man einfach sagt, das ist eine Person sowieso. Und dass man eigentlich für sich vielleicht anlegt, dass man sagt, dass man eigentlich anfängt, Meinung und Bericht einmal zu trennen, das stört mich eigentlich sehr. Weil wenn ich weiß, da kommt eine Zeitung zum Beispiel, oder die Föder, oder was die schreibt ist, oder die Säulung, dann weiß ich, wer das ist. Ich kann sie einordnen, ich kann sie vorwärts, rückwärts filtern und ich gebe aus. Ne? Bei vielen anderen kann ich nur sagen, ist das nicht der Fall. Und deswegen würde ich sagen, hätte ich die Trennung nicht zwischen Zahlzeitung und Nicht-Zahlzeitung gemacht, sondern eigentlich zwischen ORF und dem Rest. Da wäre, glaube ich, für Transparency noch ein bisschen, besonders so für nächste Jahrzehnte, noch ein bisschen Betätigung. Das ist der typische österreichische Diskussion. Wir reden über das, was nicht geht, und nicht über das, was geht. Ja, also wird sofort ausgeschlossen, das, die Vorblätter, die von nett beeinflusst werden, die auch nicht. Warum geht man über das, was können, ja? Also, wenn man unter dem Titel Gleitzeitung spricht, ich rede Bio. Ja, das wird ergeben, dass man gewisse eben Förderungen wie die Presseförderung daran knüpft, dass es Compliance-Modelle gibt und die müssen einmal im Jahr extern evaluiert werden. Ja. Es gibt so ISO-Zertifizierungen von Agenturen, die müssen das ja machen irgendwie. Könnte man machen. Johannes, was hätte denn die kleine Zeitung für ein Interesse, jetzt die Woche als sogenannte Schlechte oder Böse oder was auch immer zu kennzeichnen? Bitte, die werden dann sagen, was wir sind die Guten und das Produkt, das auch uns gehört, das ist eigentlich nicht die Guten. Und du sagst, ich auch schwer. Das ist eine Frage des Würdens. Gut und böse in dem Sinne. Ja, da geht doch einiges, was wir gehört haben, ganz stark in den logistischen Bereich hinein. Eine der abschließenden Fragen, weil ich würde vorstellen, dass wir vielleicht am Buffet und bei einem Getränk weiter diskutieren, durchaus hitzig weiter diskutieren, aber welche Durchsetzungskraft würden Sie sich denn selbst als Organisation jetzt geben, das eine oder andere von den wirklich sehr passablen, sehr respektablen Vorschlägen, die da kommen, auch wirklich durchzusetzen, auch wirklich verbindlich zu machen? Ja, das liegt leider nicht immer in unserer Macht. Also wir können, wie gesagt, vorschlagen, das ist ja auch der Sinn von diesem Forderungspapier. Wo habe ich es? Hier habe ich es. Das sind unsere Vorschläge an die Regierung, an Nationalrat und ans Parlament. 68 Forderungen, von denen wir glauben, dass wenn sie umgesetzt würden, dass es ein großer Schritt oder viele große Schritte wären im Hinblick auf eine größere Transparenz, eine bessere Korruptionsresistenz. Dass dann die Regierung nicht sagt, na, darauf haben wir gewartet und ab morgen sind die alle beschlossen, ist auch klar. Das ist unser Interesse, andere Interessen oder andere Stakeholder haben wieder andere Interessen. Dass nicht alles sofort umgesetzt wird, ist aus der Erfahrung, denke ich,
ja, naheliegend und logisch. Dass wir natürlich trotzdem am Ball bleiben müssen, ebenso logisch. Es gibt aber bestimmte Dinge, die wir natürlich unabhängig von der Regierung umsetzen können. Und so diese Idee von dem Gütesiegel oder von einer Kennzeichnung, glaube ich, geht in die Richtung. Ich habe es vorhin im privaten Gespräch erwähnt. Wir arbeiten gerade an so einem Index, einem Transparenzindex für österreichische Städte und Gemeinden, wo wir uns anhand von 50 selbst entwickelten Transparenzkriterien mal angucken. Wie transparent sind denn die Kommunalverwaltungen? Und wenn man ähnliche Kriterien auch für den Mediensektor, für die Kommunikationsbranche erarbeiten würde und sich das mal angucken würde, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass man sowas ohne die gesetzliche Pflicht einfach von, durch eine unabhängige Institution, vielleicht Reporter ohne Grenzen, es gibt ja andere, die da auch Interesse dran haben, also es muss nicht Transparency sein, aber dass man sowas auch ohne gesetzliche Verpflichtung durchführen und analysieren kann. Dann bleibt es aber doch wieder an sich sehr weich. Ja. Also wir sehen ja das auch beim Presserat, das ist ja eine sehr oft zitierte Kritik am Presserat, gute Idee, alles schön, aber doch eher ein zahnloser Tiger. Alles, was nicht in Gesetze gefasst ist, letztendlich ist doch eher schwer zu exekutieren. Ja, wenig zu sagen. Also wie wir es eingangs erwähnt haben, es braucht beides. Es braucht einerseits die Gesetze, die Verpflichtung, bestimmte Dinge umzusetzen und die Erfüllung dieser Gesetze. Wenn sie nicht erfüllt werden, dann dass die Leute zur Verantwortung gezogen werden. Es braucht aber andererseits auch die Sensibilisierung, die Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung und bei den betroffenen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Das eine oder ohne das andere wird nicht funktionieren. Das heißt, wenn Sie nur Gesetze, wie der Kollege es anfangs angesprochen hat, wenn Sie nur Gesetze verabschieden, ihr müsst, die Leute, die ihren Weg außenrum finden wollen, die werden ihn finden. Und wenn wir nur hergehen und sagen, es wäre doch nett, wenn wir alle mehr transparent wären, dann wird das auch nichts bringen. Also ich glaube, es braucht immer beides. Wir müssen gucken, dass wir so viele Leute wie möglich davon überzeugen, dass das eine gute Sache ist, bestimmte Qualitätskriterien, Transparenzkriterien einzuhalten. Und andererseits müssen diejenigen, die das nicht wollen, die sich nicht überzeugen lassen, auch dazu verpflichtet werden. Das geht ums Bewusstsein, ne? Das ist ganz, ganz eindeutig. Ne? Und wie es eben positive Geschichten gibt und man die auszeichnen kann, gibt es auch negative Geschichten. Ich habe da ganz aktuellen Bericht, das Netzwerk Recherche hat nämlich einen Negativpreis verliehen in Deutschland. Und zwar an Burda, Bauer und Funke. Ja, wobei das interessant, negativ, die verschlossene Ausdauer war das nämlich. Ja. Nämlich, es geht auch darum, in der Yellow Press auch die Glaubwürdigkeit irgendwie zu heben. Das ist zumindest ein Anliegen von Netzwerk Recherche. Und interessant habe ich noch gefunden in dem Zusammenhang, Funke nimmt Preis mit Respekt entgegen. Ja. Hauer reagiert mit PR-Offensive. Ja. Also es bewegt sich dann doch irgendwas, was die PR-Offensive dann ausmacht oder bewegt oder ob die Qualitätskriterien deswegen gehoben werden, müsste man sich dann in der Folge anschauen. Aber das ist natürlich auch eine Möglichkeit, Öffentlichkeit irgendwie zu erzeugen bzw. Bewusstsein ändern zu wollen und die Sensibilisierung zu steigern. Ne? Und das ist, glaube ich, heute auch nichts von Gesetzen. Also ich muss ehrlich sagen, Gesetze haben wir wirklich genug. Die Frage ist, wer heute sein, ja. Und da geht es um ganz andere Kriterien. Die Medien selbst müssen dazu beitragen, wenn es Qualitätsjournalismus geben soll. Und der ist ja wirklich auch auf der Kippe, muss man sagen. Nämlich eben, weil die Rahmenbedingungen nicht stimmen und weil die wirtschaftlichen Gegebenheiten halt irgendwie fatal anders geworden sind. Ne? Und das ist der Punkt. Olmut und Peter Pritz, der ist auch los. Zum Beispiel. Ja. Alter Kämpfer. Ganz kurz. Weil ich da vorher eine Frage verschoben habe. Ja. Sollen Sie natürlich am Podium auch stellen können oder Sie wollen Sie nachher stellen? Einerseits will ich eine kurze Frage beantworten. Für Sie Transparenz auf und der Überwachungsstaat an. Die zweite Frage ist eben, wie Sie dazu stehen, das politisch vor, also sagen wir mal, befleckte Personen sozusagen in der Medienkontrolle dann Führungsposition einnehmen sollen. Also wo Korruption, wo Transparenz aufhört, klar, Datenschutz, gerade in Österreich gibt es sehr strenge Richtlinien, die Privatsphäre, die dazu führen, dass die Privatsphäre respektiert werden soll. Wir haben aber den Eindruck, dass das immer so ein bisschen als Vorwand vorgeschoben wird manchmal, bestimmte Sachen oder ein bisschen sehr, bestimmte Dinge nicht offen zu legen. Klar muss die Privatsphäre respektiert werden, es gibt aber immer Wege, die Privatsphäre zu respektieren, ohne private Daten offen zu legen. Es gibt irgendwelche Kodizes oder wie sagt man, auf der Uni wären es Matrikelnummern, die man veröffentlichen kann,
sodass nicht unbedingt der Name oder der Unternehmensname oder was weiß ich offengelegt wird, bei Verträgen im Rahmen der öffentlichen Auftragsvergabe beispielsweise, wo es um Wettbewerbsnachteile geht, dass aber gleichzeitig trotzdem ich 5 Angebote einsehen kann öffentlich und dann halt nicht weiß, es war Unternehmen A, B, sondern nur irgendwie den Code habe. Es gibt immer einen Weg, die Daten zu schützen und trotzdem transparent zu sein. Bezüglich politisch vorbelasteter Personen. Ich kenne den konkreten Fall nicht und wir haben es eingangs erwähnt, Transparency International arbeitet ja systemisch, das heißt, wir ermitteln oder kommentieren jetzt auch nicht irgendwie konkrete Personen. Was ich aber schon sagen kann, was Sie hier drin auch finden im Forderungspapier, Stichwort Lobbying, was ja heute eigentlich auch auf der Tagesordnung stand, was jetzt zugunsten des Oberthemas Kommunikation ein bisschen in den Hintergrund geraten ist. Wir fordern von Politikern, von Amtsträgern, die nach ihrer Tätigkeit in die Privatwirtschaft wechseln, in ein thematisch ja, angrenzendes Feld, wo sie eben die vorherigen Beziehungen nutzen könnten für Geschäfte, eine sogenannte Cooling-Off-Phase von mindestens einem Jahr. Entschuldigung? Eine sehr alte Forderung. Ist eine sehr alte Forderung, ist für Beamte umgesetzt mit 6 Monaten, für sonstige Politiker gar nicht bisher. Andere Nationen, ich glaube die deutschen Kollegen fordern 3 Jahre, das heißt wir sind da noch eher gemäßigt, aber ich halte das für eine sehr sinnvolle Forderung, dass gerade solche Beziehungen, die man sich aufbaut, dann nicht in Richtung Freund der Wirtschaft, wie Sie es angesprochen haben, am Anfang genutzt werden können, sondern dass weiterhin alles transparent abläuft. Gut, eines haben wir mit Sicherheit erkannt, es gibt noch ganz, ganz viel zu reflektieren und noch viel mehr zu tun. Deswegen bleiben wir natürlich als Leidenschaft-Presse-Club an diesem Thema dran. Darf ich schon sagen, schon die eine oder andere Idee, womit wir uns im kommenden Jahr beschäftigen wollen und eigentlich fast damit beschäftigen müssen, wir würden rechtzeitig bitte auf Sie zukommen und natürlich, dass wir Ihnen gegenüber auch rechtzeitig kundtun. Für heute nur eine kleine Ortsveränderung in Ausrichtung Buffet, in Ausrichtung Getränke. Danke Ihnen sehr herzlich für die Diskussion, für die Wortmeldungen. Wie gesagt, vieles gibt es noch zu diskutieren. Die Hitze irgendwie wird drückend und deswegen meine ich für heute mehr als genug, wie ich gearbeitet war, eine echte Leistung. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Danke für Input und für Substanz. Danke fürs Diskutieren und wir melden uns ganz sicher wieder. Ich darf Sie alle herzlich einladen, 5. Juli, Sommerempfang des Steirischen Presseclubs. Ich darf Sie jetzt schon sehr herzlich einladen. Vielen Dank und Dankeschön. If you like this video, please comment, share and subscribe to my channel. Thank you very much.